father of lies, come in disguise. Your cum won't last. There's a snake in my ass. The cum father's secret stash. Come stomp me flat. I'm going to fuck your dad. Coming high into the morning sky. Vape cum from my bum till I die. Watching Arthur with a cock in my ass. Riding hard, eating ass masterclass. Sacred cum blade, a fuckling crusade. Fatal cum theft, give me cum or give me death. Elon's Musk, Jesus Crust. Stealing donations from the cum czar's trust. A cum smoothie, gulp smoothly. Consume the cum chalice, fuck everyone named Alex. David Hater, cum crusader. The holy cum wars, razor blade masturbator. Margaret Thatcher, the cum snatcher. Father drowned, going down on the cum clown. Prolapse pounding, toothpick sounding. Cum baking, my nipple pussy is aching. Cum fooler, semen drooler. Forbidden cum spice, your shitbox looks nice. Life is a cage, and death is the key. All your cum are belong to me. Normalize crying, overspilled cum. Making cum angels with my son. I fucked a fairy in half. How many holes does a human have? My butt and cunny are in agony. Castration in the sky, your penis will fly. Scrotal chambers, semen sailors. Mommy's cum tax, grind my balls on an axe. Cum scented candle, cum broiled eggs. Cum Christ consciousness, third eye cum spy. Cum scrot sailboat, semen speed racer. Off-road, cum chode, my uterus came out. Cum treasurer, dick measurer. Responsible manager of cum, a cum slave back from the grave. The price for breaking a cum oath. James Hector, cum collector. I tripped in the cum keeper's crypt. Cum feeder, moist meter. Sans Undertale, the cum reaper. Fucking a skeleton right in the pussy. The dark souls of cum. Cum framed and cum blamed. Cum drowning awareness day. Brewing cum fuel after school. Your nipples are crunchy. The tragic cum sponge. Your cum is fading. Sweep up the cum flakes, Joan. Also Leute, die immer das Intro, bevor der Stream richtig losgeht, überspringen, haben was verpasst. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Der sagt im Song David Hater, Cum Crusader. Und das erinnert mich an Metal Gear Solid und deswegen war es drin. Jetzt musstet ihr das ganze Ding hören. Hi Leute. Das ist ein bisschen her. Das nicht das erste Mal des Jahres, das zweite Mal des Jahres. Der letzte Stream ging nämlich über Mitternacht und somit war das Teil von diesem Jahr. Ich bin nicht seit 2 Monaten aus dem Internet verschwunden oder so, nein. Schön mal wieder hier zu sein. Ich spiele heute Metal Gear Solid, aber the good version. Denn das unterhält doch schon von ganz allein, da braucht man mich gar nicht. Ich werde nur gelegentlich sagen, das ist lustig, weil es lustig ist. Das Hintergrundbild ist übrigens aus Lane, weil ich habe das vor Monaten gemacht und muss das jetzt für irgendwas mal nutzen. Bin ich gemutet? Ich habe jetzt extra nachgeguckt, weil es geschrieben wurde und jetzt hatte ich echt Angst. Und ihr riecht mich auch noch. Und weil jemand gerade gefragt hat, nein, das ist nicht die PC-Version, das ist nur die PlayStation-Version. Weil die PC-Version ist super cool, besonders mit ein paar Community-Fixes, aber du kriegst die GOG-Version einfach nicht auf Deutsch. Ich hab's versucht, es hat nicht geklappt.
Deswegen spielen wir jetzt die weniger gute PlayStation-Version für die PlayStation. Und ihr werdet gleich vermutlich nicht sehen, aber hören können, weil sowieso. Usch, vielen Dank fürs Abo. Der Schrauber. Und auch an Melanie und Spyro. Die Entsorgungsanlage für Atomwaffen auf Shadow Moses Island im Fox-Archipel in Alaska wurde angegriffen und von Mitgliedern der Sondereinheit der nächsten Generation unter Führung von Foxhound-Mitgliedern in ihre Gewalt gebracht. Langer Satz. Sie fordern, dass die Regierung die sterblichen Überreste von Big Boss übergibt. Werden ihre Forderungen nicht innerhalb von 24 Stunden erfüllt, zünden sie eine Atomwaffe. Die Mission hat zwei Ziele. Retten Sie den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstead, Kenneth Baker. Beide werden als Geiseln festgehalten. Stellen Sie außerdem fest, ob die Terroristen über Atomwaffen verfügen und stoppen Sie sie gegebenenfalls. Und wie wollen Sie jemanden einschleusen? Wir können mit dem U-Boot nahe an die Anlage heran. Was passiert dann? Wir schießen ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Bringen Sie es so nahe wie möglich heran, werden Sie es los. Dann müssen Sie schwimmen. Danke, Delta Echo und Woodwatch. Hightech-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine Einheit, von der ich Commander war. Das heißt, es gibt sie noch. 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Dankeschön für das Statement. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Vulcan Raven, Riese und Schamane. Da sind eine ganze Menge Airs und Vulcan drin gewesen. Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Und schließlich Ihr Befehlshaber, Foxhounds Kampfführer Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffenbeschaffung vor Ort. Jawohl, diese Operation ist top secret. Erwarten Sie keinerlei Unterstützung von offizieller Seite. Ich glaube, ich habe dieses Intro mir noch nie in meinem Leben komplett angeguckt, weil, bevor man das Spiel startet, so viel dir direkt ins Gesicht zu schreien und es dann nicht wieder sehen zu können, außer du startest die Konsole neu, ist schon eine Menge. Aber hey, Leute, Metal Gear Solid, ausgesprochen von wahren Experten der deutschen Sprache. Ich mag diesen Voicecast, das sage ich jetzt mal vorweg. Ich sag's an so vielen Stellen, ich liebe diesen deutschen Voicecast. Auch wenn ich zugeben muss, natürlich ist das meiste, was sie von sich geben, Schrott. Das Original Metal Gear Solid auf Englisch hat auch nicht die beste Synchronisation aller Zeiten. Und ich finde die Sprecherwahl, die sie hier getroffen haben, von dem limitierten Cast, den sie nun mal zur Verfügung hatten, ziemlich gut. Aber ja, Colonel spricht so, als hätte er irgendwie noch ein Fischbrötchen im Mund. Snake klingt okay. Alle Frauen können nicht reden. Es tut mir leid. Also im Spiel. Otacon ist sehr gut auf Deutsch. Und ich mag Liquid Snake, der macht mir sehr viel Spaß. Liquid Snake ist super auf Deutsch. Wir starten einfach ein neues Spiel. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Beastwalker hat abonniert, vielen Dank. Wir spielen auf Normal. Und ich bin mir ziemlich sicher, das werden wir heute nicht am Stück durchspielen. Mal sehen, ob ich irgendwann dazu zurückkehren werde. Und eine Sache, die muss ich so loben an diesem Spiel. Es hat die deutschen Synchronsprecher in die Credits gepackt. Das machen AAA-Titel von heute nicht. Und dieses PS1-Spiel, das sind alles deutsche Namen. Das sind alles deutsche Sprecher. So einen Respekt siehst du viel zu selten.
Wolf Kehler ist auch heute noch Voice Actor? Er muss hier durch. Da bin ich sicher. Ich muss mich um meine lästige Aufgabe kümmern. Da geht's mit Dialogen. Hier Snake, Colonel, hören Sie mich? Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? Das war keine gute Antwort darauf. Der Lift scheint der einzige Weg nach oben zu sein. Wie erwartet. Sie werden den Lift bis zur Oberfläche benutzen müssen. Passen Sie auf, dass niemand Sie sieht. Sie können mich über Codec erreichen. Die Frequenz ist 140.85. Wenn Sie das Codec verwenden möchten, drücken Sie die Select-Taste. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, piept das Codec. Wenn Sie dieses Geräusch hören, drücken Sie die Select-Taste. Der Codec-Empfänger stimuliert direkt Ihren Gehörgang. Sie werden der Einzige sein, der es hören kann. Gut, okay, ich bin unterwegs. Der Colonel klingt halt 1:1 so, als hätte er die Dritten. Und ich finde, das ist sehr, sehr passend gewählt. So, Metal Gear Solid, die PlayStation 1 Version, ein Klassiker, den heute, glaube ich, nicht mehr so viele anfassen. Ich mag ihn immer noch sehr, auch wenn ich mir seiner Probleme, besonders was das Backtracking angeht, sehr bewusst bin. Ich fand es übrigens immer sehr lustig. Ich dachte immer, hier bist du einfach langsam, weil du unter Wasser bist. Aber es ist der Grafikeffekt, der so viel Leistung frisst, dass das Spiel ruckelt. Auf dem PC bist du ja viel schneller unterwegs unter Wasser. Aber vielleicht war es auch Absicht. Vielleicht hat man gesehen, oh, der Effekt kostet viel Leistung. Oder man hat es absichtlich gemacht, damit du langsamer läufst. Aber okay, wie wir Metal Gear Solid. Das ist ein Stealth-Spiel. Manche kennen es vielleicht daher, dass es das nicht mehr gibt. Hier musst du rumstelfen. Kannst du durch Pfützen laufen und hören das, Leute. War das für ein Geräusch? Und dann wundern sie sich, was das für ein Geräusch war. Super spannend, du kannst so viel machen in Metal Gear Solid. Du kannst an Dinge klopfen. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß, super spannend. Oh nein, da oben ist einer! In die zweite Ration erstmal hier. Blup. Das ist die PlayStation-Version, die ich hier gerade spiele. Die GOG-Version ist aber gut, wenn man es auf Englisch spielen möchte. Aber das wollen wir hier nicht, weil wir bleiben der besseren Synchronisation treu. Unseren ersten Mord haben wir schon begangen. Vielen Dank, Trüffel, für das Abo. Und Matze Overkill, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und Benno Mona habe ich auch noch nicht gesehen. Mann, ich bin echt langsam, was das angeht. Ich bin aus der Übung, glaube ich. Ich habe dieses Spiel damals so geliebt. Und ich hab immer noch eine Menge Nostalgie dafür. Ich mag's legitim immer noch. Nicht nur Nostalgie. Weiß nicht, wie oft ich hier reden darf bei dem Dialog gerade am Anfang. Es gibt einen Aufzug, mit dem Sie ins Erdgeschoss fahren können. Warten Sie, bis der Aufzug nach unten kommt. Sie gehen besser in Deckung. Okay, dann gehe ich lieber nicht schlechter in Deckung. Das wäre nämlich blöd. Nein, nicht! Nein, Colonel! Nein! Wer ist Naomi Hunter? Ich kenne die gar nicht. No! Oh nein, da kommt die Wache. Jetzt haben die wieder Verstärkung. Wer die deutsche Version nachholen möchte, aber keinen Bock hat auf eine PlayStation 1 Version, der kann sich das Spiel auf der PlayStation 3 immer noch digital holen, solange der Store noch existiert. Boah, wie gestealthed ich bin. Ich liebe das Sounddesign so sehr. Okay, dann gibt's das Spin. Perfekt. Level perfekt gespielt. Ah.
Ich muss auch sagen, ich mag immer noch sehr, wie das Spiel aussieht. Gut, in der PlayStation-Version haben wir halt die niedrige Auflösung und dieses ganze Rumzucken von Texturen, was halt jedes PlayStation-Spiel hatte, auch wenn manche es besser hingekriegt haben als andere. Metal Gear Solid. Aber die gesamte Optik von der ganzen Welt gefällt mir so sehr. Ey, Cross, vielen Dank fürs Abo. Ich mag einfach sehr die Texturen, ich mag einige Effekte, mit denen sie rumspielen. Ich mag die Character Models, auch wenn sie bei den Gesichtern die Augen weglassen mussten. Aber das ist, wenn man drüber nachdenkt, auch so ein Konami-Trademark, weil all ihre NES-Spiele hatten auch Charaktere mit leeren Gesichtern und du musstest dir die Gesichter so ein bisschen hindenken. Und hätten sie da tatsächlich Augen reingepixelt, würde das Spiel echt schlechter aussehen, als es das gerade tut. Außerdem wollte Hideo Kojima mit sehr vielen interessanten Kamerawinkeln rumspielen. Auch wenn die meisten davon einfach drin sind, weil er sie cool fand, auch wenn sie nichts weiteres ausdrücken. Hier Snake. Ich bin vor der Entsorgungsanlage. Ausgezeichnet, Snake. Sie werden im Alter nicht langsamer. Ich schon. Dank des VR-Trainings an Bord der Discovery. Wie geht das mit dem Sneak-Anzug? Schön trocken, aber bewegen ist schwierig. Er soll Unterkühlung verhindern. Schließlich ist das hier Alaska, nicht wahr? Schon gut. Ich bin ja dankbar. Ohne Ihren Anzug und die Spritze wäre ich schon längst zum Eiszapfen geworden. Ein Antigefrierpeptid, Snake. Alle an dieser Übung beteiligten Genomsoldaten verwenden es. Gut. Freut mich, das zu hören. Schon getestet, wie? Wie sieht's mit der Ablenkung aus? 2 F-16 sind in Kalena gestartet und zu Ihnen unterwegs. Der Radar der Terroristen muss sie jeden Augenblick entdecken. Und hier in der Zwischensequenz, achtet mal auf den Hind D. Oder das ist nämlich ein Hind D. Ein Hind D. Colonel. Was macht ein russischer Helikopter hier? Keine Ahnung. Achtet mal auf die Beleuchtung. Hier, der Rotor wird von unten beleuchtet. Das ganze Ding wird von unten beleuchtet. Und wenn das Ding jetzt steigt, dann verschwindet diese Beleuchtung. Und das ist nicht einfach nur eine Lichtquelle in der Engine platzieren und das reicht und gut ist. Das musst du, das ist Arbeit. Das war zu dieser Zeit so viel Arbeit, so einen Effekt zu faken. Und das sieht so fucking cool immer noch aus. Bleiben nur noch 18 Stunden bis zum Ablauf des Ultimatums. Eilen Sie sich! Wow! Der spinnt wohl, einen Hind bei diesem Wetter zu fliegen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Ich habe Sie nicht vorgestellt. Dies ist Mai Ling. Sie wurde uns als Kommunikations- und EDV-Spezialistin zugewiesen. Sie entwickelte den Codec und ihr Soliton-Radarsystem. Wenden Sie sich bei diesbezüglichen Fragen an Sie. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Das ist der beste Dialog im Spiel. Einer lebendigen Legende zu begegnen. Was ist los? Nichts. Habe mir bloß die erstklassige Militärtechnologie-Ingenieurin weniger hübsch vorgestellt. Och, Sie schmeicheln mir. Nein, im Ernst. Jedenfalls wird's mir die nächsten 18 Stunden kaum langweilig. Hey, ich glaub's ja nicht. Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen. Sie überraschen mich. Ganz schön nass forsch für einen Berufskiller. Sieht so aus, als könnten wir beide noch etwas lernen. Ja, ich freue mich, den Mann, der hinter der Legende steckt, kennenzulernen. Aber zuerst muss ich Ihnen Ihr Soliton-Radarsystem erklären. Nein, musst du nicht. Ich hab das Spiel schon... Ich hab erst 3 Minuten unten verbracht. In der Mitte sind Sie, Snake. Nee, Sie sind der helle Punkt. Sind Ihre Feinde. Und der blaue Kegel, deren Sicht fällt. Ah. Vorsicht, Snake. Die Genomsoldaten verfügen über hochentwickelte Hör- und Sehsinne aufgrund der Gentherapie. Wer bist du? Sie dürfen sie nicht sehen. Bringen Sie in die Entsorgungsanlage ein und suchen Sie den DARPA-Chef. Der DARPA-Chef hat dieselben GPS-Transmitter-Nanomaschinen wie Sie. Er sollte auf Ihrem Radar als grüner Punkt erscheinen. Fragen Sie ihn nach Informationen über die Terroristen, wenn er noch lebt. Jetzt kommt der beste Dialog. Und er ist nur in der deutschen Version. In der englischen Version haben die keinen guten Joke. Aber oh, das dauert noch. Mist. Ihr Radar wird nicht vom Wetter beeinträchtigt. Verdammt. Aber wenn der Feind sie entdeckt, können sie ihn nicht benutzen. Ja, er wird leider schnell blockiert. Ja, er ist aktuelle Technologie. Sie können Was ihn heißt das? Mit starker harmonischer Resonanz nicht benutzen. Also Vorsicht. Wir folgen ihnen per Radar
und Sie können jederzeit über Codec mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, ich melde mich, wenn ich einsam werde. Im Ernst, Snake, wir sind Ihre Unterstützung. Also melden Sie sich, wenn Sie Infos oder Rat brauchen. Ich bin für die Missionsdaten verantwortlich. Wenden Sie sich an mich, wenn ich Ihren Status aufzeichnen soll. Meine Frequenz ist 140.96. Es ist eine zur Datenspeicherung abgestellte Frequenz. Denken Sie daran, bis auf das Fernglas sind Sie ohne Ausrüstung. Bedienen Sie sich aller Waffen, die Sie finden können. Ich denke dran. Erst durchsucht mich Dr. Naomi hier und dann nehmen Sie mir alle Waffen weg. Jetzt kommt's. Stellen Sie sich mal meine Lage vor. Wird sexuell. Wer weiß, wenn Sie halt zurückkommen, lasse ich Sie vielleicht mich durchsuchen. Versprochen, Doktor. Bam! Sie enttäuschen zu müssen, aber ich habe meine Zigaretten rausgeschmuggelt. Wie haben Sie das gemacht? Im Magen. Ihre Spritzen haben meine Magensäure unterdrückt. Zigaretten? Was sollen Ihnen die nutzen? Man weiß nie. So, und jetzt kommt's weiter, jetzt geht's weiter mit Tutorials, wo du nicht spielen darfst. Das Pacing ist so mies am Anfang. Aber jetzt! Wenn Sie eintreten wollen, hier ist der Eingang. Es ist der kürzeste Weg, aber der Feind kann Sie wahrscheinlich sehen. Soll ich an die Tür klopfen und fragen, ob ich ein Ei borgen kann? Yes! Eine Wache links und eine rechts. Sie haben 5-5-6er und Granaten. Sag das bis heute. For fuck's sake, ich sag das jedes Mal. Ich hab's jetzt erst letztens in einem Patreon-Video, kurz Eigenwerbung, sorry, aber ich hab's erst letztens in einem Patreon-Video zitiert. Was ist mit dem Schacht bei der Tür? Im zweiten Stock sollte es auch eine Schacht geben. Kann ich nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Trottel. Entscheiden Sie, wie Sie eindringen. Ich zähle auf Sie, Snake. Und jetzt geht's Metal Gear Solid los, Leute. Jetzt verschwinden die coolen Balken. Ich mag den Effekt, den sie nutzen. Ich hatte vor ein paar Monaten einem Kumpel, Rick, davon erzählt. Den kennt ihr aus einigen Streams vielleicht. Hab ich erzählt, wie sehr ich diesen Effekt mag. Und er hat den Shade einfach mal nachprogrammiert dafür. Also ja, hier haben wir so viele Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Wir können da langlaufen, wir können hier langlaufen. Diese Treppen sind aus irgendwelchen Gründen ausmodelliert. Ich hätte auch gedacht, die sind einfach nur flach, bei dieser Top-Down-Perspektive. Geschafft. Geschafft. So. Knusperbub und Beendet, vielen Dank fürs Abo. Lassen wir uns mal nicht von der Überwachungskamera überraschen. Kann das Spiel auswendig, keine Sorge. Ich weiß, wo ich lang muss. Eine Überwachungskamera. Oh. Überwachungskamera müde. So, und jetzt an alle Experten im Chat, die das Spiel kennen. So viel zu, ich kenn's auswendig. Was passiert, wenn du hier die Socom nicht mitnimmst? Wenn du da nicht reingehst und die Waffe mitnimmst? Was passiert dann beim ersten Boss? Gibt's eine Zwischensequenz, wo du die irgendwie kriegst? Oder was ist, was passiert dann? Aber dann würde ich sie, glaube ich, erstmal skippen. Weil irgendwie musst du ja kriegen für den ersten. Mary gibt dir eine. 15 Jahre her, hab sie immer mitbekommen, weiß sie nicht mehr, find's heraus, nie ausprobiert. Okay. Leute sind da genauso ratlos wie ich. Dann kriegen wir es hin, aber vorher müssen wir eine Sache noch erledigen. Ich könnte jetzt nämlich die Treppen hier eigentlich hochlaufen, aber ich muss vorher noch was erledigen. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren? Hä? Fußspuren? Ich hab Fußspuren. Leute, habt ihr Fußspuren mitbekommen? Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren? Der Typ lispelt übrigens nicht. Das ist einfach die Kompression, die dafür gesorgt hat, dass der S-Laut komplett kaputt geht, aber. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren? Das zitiere ich seit... Ich habe das Spiel gespielt, da war ich noch in der Grundschule. In der Grundschule war das. Ich zitiere das seitdem. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Hä? Fußspuren? Perfektion. So, da hinten ist der Dude. Den wollen wir uns nicht erwischen lassen. Hm.
Wir können eine Stun Grenade werfen. Die sind auch lustig. Stun. Oh, der ist sehr weit weg. Hat trotzdem ausgereicht, dass es ihn down genockt hat. Oh, null! Perfekt. Nein, ich brauche kein Tutorial, wie ich hier reinkrieche. Oder? Da kommt ein Dialog, der noch länger ist. Ey, oder geht's ja direkt weiter? Bitte, aber. Es muss ein Lüftungssystem haben, um die Luft zu zirkulieren. Es muss hier irgendwo Schächte dazu geben. Die Basis braucht bestimmt viel Strom. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Dieselgenerator. Der braucht Sauerstoff, also müssen dafür auch Abgasschächte existieren. Sie werden es nicht glauben, aber die haben unsere F-16, die sie ablenken sollten, abgeschossen. Mit einem Hind D. Dann meldete sich Liquid und meinte, beim nächsten Mal zündet er die Atomrakete. Snake beeilte sich... Das erzählt er so, als wäre ihm das letztens beim Einkaufen passiert wäre und das war total unverschämt. Und nicht irgendwie Mord an mindestens 2, vielleicht 4 Personen. Mit einem Hind D. Können Sie das vorstellen, Snake? Unhöflich, der Liquid doch ist genau das. Vielen Dank für das Abo, Herz. Das ist, glaube ich, ein Geschenkabo von Spyro. Vielen Dank an Minitadeus für das Abo. Snake, hier ist McDonald Miller. Ist schon eine Weile her. Master, was machen Sie denn hier? Ah, ich wurde des Drillens müde und kam hierher, um ein bisschen Ruhe und Frieden zu haben. Das ist ja fast gestolpert. Ich beim Training der alaskischen Pfadfinder mit. Geben wir Können an die nächste Generation weiter. Gut. Campbell hat mir die Situation hier erklärt. Ich dachte, ich könnte behilflich sein. Es gibt keinen, dem ich in einem Fuchsbau lieber begegne. Nun, ich kenne mich ein bisschen beim Überleben aus. Danke, Duftet. Ich wohne schon etwas länger als Sie in Alaska. Rufen Sie mich, wenn Sie Fragen zur Flora und Fauna haben. Meine Frequenz ist 141,80. Okay, danke, McDonald Miller. Ich hoffe, ich bring's mir was von McDonald mit. Muss ich noch? Ah, nee, ist drin. Hallo, Master. Vermisse dich. Snake, denken Sie nach. Ihr Verstand ist die gefährlichste Waffe. Wenn die Dinge zu kompliziert werden, versuchen Sie sie zu vereinfachen. Sie können auch Campbell um Rat bitten. Letzteres ist der wichtigere Tipp. Ich mag ihn. McDonald Miller, ich habe so viel mit dem erlebt schon. Das ist mein bester Kumpel. Eine Wache rechts und... das Umgucken ist schwierig. Keine links. 556er und Granaten. Ich glaube, die nutzen nicht einmal im Spiel Granaten, außer in einer geskripteten Sequenz. Aber nutzen die Gegner Granaten? Können sie die nutzen, wenn du in einem Luftschacht bist und die sehen dich? Oh, Leute, jetzt geht's rund. Jetzt werden gleich 3 Männer umgelegt. Ich habe den DARPA-Chef in die Zelle im ersten Untergeschoss umgesiedelt. Was ist mit dem Reinigen der Lüftungsschächte? Die haben soeben die Abdeckung geöffnet. Die werden gleich Rattengift sprühen. Der Lüftungsschacht im ersten Untergeschoss. Mach die Abdeckung gleich nach dem Sprühen zu. Pass auch auf die Frau in der Zelle auf. Immer schön vorsichtig sein. Frau in der Zelle. Lied in Tasche. Ist was passiert? Ein Eindringling. Echt? Er hat schon 3 Mann umgelegt. Er hat 3 Leute umgebracht? Ach, das sind 12. Er soll einen Stealth-Anzug haben. Stealth? Ist denn noch jemand hier? Wie auch immer, verstärken Sie die Sicherheit für den Chef. Ich sollte mich mehr confident bei meinen eigenen Voiceovers fühlen, weil egal wie viele Versuche ich brauche und egal wie wenig ich zufrieden mit dem Ergebnis bin, das hier stand im Laden. was ist denn hier? Hallo Kamera. Wie Snake immer alles Gesagte wiederholen muss. Jemand sagt gerade, das könnten Überbleibsel aus der japanischen Version sein. Aber ich glaube, das ist einfach... So hat Kojima zu der Zeit einfach geschrieben. Für mich wirkt es immer ein bisschen so, als wenn er einfach... Wie lege ich ein bisschen Fokus auf bestimmte Themen? Aber wie lenke ich vor allem ein Gespräch zu diesem Wort? Ja, ich weiß, wie man klettert.
drücken Sie die Aktionstaste, um nach unten zu gehen. Und dafür hast du jetzt Telefonkosten verschwendet. Ich glaube, er wollte einfach wissen, okay, wie lenke ich jetzt aufs nächste Thema? Snake, sag einfach, was da passiert ist. Und deswegen ist er auch ein bisschen ein Papagei hier. Da sowieso keine Ahnung hat von irgendwas, was hier abgeht. Und alle Leute mit ihm rumspielen oder so, das ist ja Teil der Story. Ging das für Achter? Meine Güte! Wenden Sie den Aufzug, um von... Warte, ich muss den Aufzug verwenden. Ich weiß es endlich. Man muss nicht an alle rangehen, aber... Meine Güte! Metal Gear Solid 1 verbringt da sehr viel Zeit in seinen Codec-Gesprächen. Aber ich mag den Soundtrack. Fuck! Ich wollte es doch nicht mitnehmen. Oh well, ich habe noch nicht gespeichert. Jetzt kann ich auch nicht mehr zurück. Naja. Wusste ich, dass... Ich wusste, dass irgendwo eine zweite liegt, aber ich wusste nicht, dass die... Da liegen aber die Thermal-Goggles normalerweise. Kriege ich die jetzt nicht mehr? Das wäre jetzt scheiße für den gesamten Playthrough. Mal gucken. Vorbei. Die Knarre wirst du eh nicht nutzen, bis du nicht den Schalldämpfer hast. Und, sobald du den Schalldämpfer hast, kommt der Raum, in dem du gar nicht schießen darfst. Ich mag es, wie man keine Laufanimation hat, wenn man die ganze Zeit die Waffen wechselt. Jetzt habe ich es zu leise gestellt. Ich krieg kein Sound-Balancing mehr hin in meinem Leben. Danke, Karl Reinseier. Ja. Ich merke immer wieder beim Lesen, dass ich den Satz nicht lesen wollte. Hallo, Raven Böse, vielen Dank fürs Abo. Dein Name ist nicht so böse wie der andere. Einmal drücken. Dann nochmal drücken. Oder nochmal drücken. Okay, Snake, wir haben es verstanden. So. Wer hat das Spiel damals gespielt und hier nicht B1, sondern 13-1 gelesen? Und 13-2? Ich lese bis heute hier 13.1 und 13.2 und nicht ein B. Und ich war immer sehr verwirrt mit dieser Nummerierung. Ich lese immer noch 1.3.1. Schreiben alle im Chat. Was man wissen muss, ist, man muss einfach immer ein Stockwerk weiter runter. Da ist das nächste, was du tun musst. Und dann musst du nochmal ein Stockwerk weiter runter. Hallo, was hast du zu sagen? Der Radar, er zeigt die Position des DARPA-Chefs an. Er ist der grüne Punkt. Schnell, befreien Sie ihn! Müssen wir ihn recyceln, oder? Hoffentlich landet der DARPA-Chef nicht im gelben Sack oder so. Wackavian, Wackavian, keine Ahnung, vielen Dank fürs Abo und Spitzkopf Larry, vielen Dank fürs Abo. Erinnere ich mich falsch oder hat er auf sowas reagiert? Herr Colonel, wir kommen durch die Tür, ruf doch mal an und erklär mir das. Meryl hat reagiert, glaube ich. Wie soll Meryl denn reagieren? Die kriegst du auch gar nicht aus der Perspektive gesehen. Okay, in Twin Snakes, Snake, wenn Sie ein... Nee. Wenn Sie eine Leiter hochgehen, machen Sie das. Ich bin zu alt. Okay, habe ich voll, brauche nicht. Ich mag es wie Nucleus auch fleißig hier. Ganz viele Leute hier sind fleißig daran, das Spiel auf Deutsch zu zitieren, was mich sehr, sehr freut. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute so alle Dialoge von diesem Spiel kennen und nicht nur eine Handvoll. In Twin Snakes musst du dich ja tatsächlich manuell... startet sofort eine Cutscene. Hier musst du noch manuell runtergucken dafür. Blöde Erkältung. Ich hasse Alaska. Die Kleine sieht echt nicht schlecht aus.
Vielen Dank. Ich bin so froh über diesen Dialog. Jetzt habe ich die Waffe schon. Das ist blöd. Ich hatte kein Safe-Game, um das zu laden. Naja. Irgendjemand muss das herausfinden von euch. Was passiert, wenn ohne Sokum hier hinkommt? Sokum. Ich glaube, mit die Kleine meint er nicht den DARPA-Chef. Keine Sorge. Und jemand fragt, ist das Foreshadowing für Teil 4? In Teil 4 haben sie diesen Witz halt nochmal auf die Spitze gebracht. Aber das erste Mal, dass... Weil ich weiß nicht, ob in den Credits irgendwo Johnny steht. Aber der Name Johnny ist das, soweit ich weiß... Ich bin jetzt nicht der größte Experte. Ist das erste Mal gefallen in der dritten CD für Metal Gear Solid. Mit den VR-Challenges im Mystery-Modus. Da steht Johnny in Blut geschrieben auf dem Boden und muss herausfinden, wer der Mörder ist. Und einer davon hat eine andere Pose, wenn er umgeschlagen wird. Eine Frau. Nicht er. Gut gemacht, Snake. Das hast du gut erkannt. Hier gibt's irgendwie dieses Easter Egg, dass immer wenn du weggehst und wieder hingehst, sie irgendwann eine andere Übung macht. Und wenn du es oft genug machst, macht sie es ohne Hose. Und ich habe davon schon oft genug gehört. Und ich habe auch einen Screenshot gesehen, zumindest bei Twin Snakes. Weiß nicht, ob das im Original müsste es aber eigentlich auch existieren. Aber ich weiß bis heute nicht, was du machen musst dafür. Ob du es einfach sehr oft machen musst, ab weggucken reicht. Ob du einfach weggehen musst, wie weit du weggehen musst. Ich meine, das ist ein Twin Snakes-Ding, okay. Aber bei Twin Snakes weiß ich aber auch nicht, wie man das macht. Aber gut. Was hast du zu sagen? Das Signal des DARPA-Chefs kommt aus der Gegend dort. Okay. Das war sehr, sehr steif. Wenn du aus dem Schacht raus... Das ist doch viel zu eine große Verschwendung. Na gut. Zwischensequenz, Leute. Wer sind Sie? Ich komme Sie retten. Sie sind Donald Anderson, Chef von DARPA, ja? Sie sollen mich hier rausholen, wie? Wer schickt Sie? Ich bin bloß der Hampelmann, der Sie hier aus der Tinte fischt. Perfekt. Wirklich? Stimmt. Ich will gar keine Tinte. Sie sehen nicht wie einer von denen aus. In dem Fall... Los, weg von hier. Langsam. Keine Sorge. Erst will ich Informationen. Über die Terroristen. Die Terroristen? Können die wirklich eine Atomrakete abschießen? Wovon sprechen Sie? Die Terroristen bedrohen das Weiße Haus. Sie sagen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, lancieren sie eine Atomwaffe. Lieber Jesus. Ist was? Das möglich? Möglich. Die könnten eine Atomwaffe schießen. Wie wollen Sie sie abschießen? Hm? Ich dachte, hier gäbe es nur demontierte Sprengköpfe. Die sollten keinen Zugang zu Raketen haben. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist streng geheim, ist das klar? Wir führten Übungen mit einer neuen experimentellen Waffe durch. Eine Waffe, die die Welt verändern wird. Was? Eine Waffe, mit der ein Atomangriff von jedem beliebigen Ort der Erde möglich wird. Ein nuklear gerüsteter Kampfpanzer. Kampfpanzer. Metal Gear. Nicht möglich. Sie kennen das? Metal Gear ist eines der geheimsten Projekte. Wie haben Sie das gewusst? Wir hatten früher mal ein paar Zwiste. Deshalb also waren Sie hier in der Entsorgungsanlage. Was sollte ich sonst an diesem gottverlassenen Ort? Ich hörte, dass das Metal Gear-Projekt fallen gelassen wurde. Im Gegenteil. Es ist zu einem riesigen gemeinsamen Projekt von Arms Tech und uns gewachsen. Wir wollten bei dieser Übung Daten sammeln und dann mit der Massenproduktion beginnen. Metal Gear von unten beleuchtet sieht so fucking gut aus. Die lassen sich Zeit, bis sie Metal Gear wirklich komplett in Gänze zeigen, was gut bis ist. Bis die Revolution dazwischen kam. Revolution. Revolution. Rex ist in den Händen der Terroristen.
Rex. Metal Gear Rex. Der Codename für den neuen Metal Gear Prototyp. Der Sprengkopf, den Sie für Rex verwenden wollen, ist vermutlich schon geladen. Diese Männer sind Profis. Die sind alle im Umgang mit und Ausrüstung von Waffen erfahren. Hey, halten Sie die Klappe! Ich dachte, alle Atomsprengköpfe... Twin Snakes hängt er da in der Ecke dann plötzlich. Eine Art Sprengcode, die man eingeben muss. Oh, Sie meinen Paar. Ja, sicher gibt es den Paar. Zum Starten müssen zwei unterschiedliche Kennwörter eingegeben werden. Zwei Kennwörter? Richtig. Baker kennt eins und ich das andere. Baker? Der Präsident von Armstag? Richtig. Nein, die Straße. Jeder von uns muss ein Kennwort eingeben, sonst ist Zünden nicht möglich, aber... Sie haben mein Kennwort gefunden. Sie haben's verraten? Psycho Mantis liest Gedanken. Sie können sich nicht wehren. Psycho Mantis? Einer der Foxhound-Mitglieder. Er hat übernatürliche Kräfte. Klingt übel. Wie Sie auch Bakers Code kennen, ist bloß eine Frage der Zeit. Wenn Sie Bakers Code rausfinden, dann können Sie jederzeit eine Atomrakete zünden. Aber Sie können gestoppt werden. Was? Was? Mit den Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Die wurden von den Systemingenieuren der Armstag als Notmaßnahme entworfen. Selbst ohne die Kennwörter können Sie damit das Sicherheitsschloss aktivieren. Und dann? Können Sie die Zündung stoppen? Oh, die Schlüsselkarte? Und wo sind die Schlüsselkarten? Baker muss sie haben. Hören Sie zu. Sie brauchen drei Schlüssel. Es gibt drei Schlüssel und verschiedene Schlitze, in die sie geschoben werden. Nicht die Schlitze. Er fordert eine Karte. Okay. Drei Schlüsselkarten. Wissen Sie, wo Sie Baker festhalten? Irgendwo im zweiten Untergeschoss. Zweites Untergeschoss? Die Wache hat gesagt, dass sie ihn in einen Bereich mit viel elektronischer Störung verlegt haben. Sonst noch Hinweise? Ja. Sie haben die Eingänge zugemauert, sind aber nicht mit dem Übermalen fertig geworden. Achten Sie auf Bereiche, wo die Wände andersfarbig sind. Nehmen Sie das. Es ist meine ID-Karte. Sie öffnet Sicherheitstüren der Stufe 1. Es ist eine PAN-Karte. Die funktioniert im Zusammenhang mit dem elektronischen Feld Ihres Körpers. Personal Area Network, huh? Salze im Körper dienen als Medium zum Übertragen von Daten. Und da merkt man wieder Kojima und ich hab mir etwas ausgedacht und ich beweise jedem, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Alles klar. Okay, ich werde sie herausholen. Augenblick. Was ist los? Sie kennen keinen anderen Weg, um die Aktionsverbindung zu deaktivieren? Von Ihren Bossen vielleicht? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie nichts gehört haben? Ich sagte nein. Und gedenkt das Weiße Haus den Forderungen der Terroristen nachzugeben? Nicht mein Problem, das hat nichts mit meinen Befehlen zu tun. Aber das Pentagon! Das Pentagon! Was ist los? Was ist los? Hey, was ist passiert? Tod. Naomi, der Chef. Was ist geschehen? Ich weiß nicht genau. Scheiße, was passiert? Das Versagen aus, aber... Das Versagen? Nein. Colonel, verbergen Sie irgendetwas. Keinesfalls, Snake. Sie müssen verstehen, die Operation hat Sicherheitsstufe Rot. Sie benötigen höchste Sicherheitsfreigabe, um die gesamte Akte sehen zu können. Sie wollen mir erzählen, dass Sie als Leiter der Operation nicht über Zugang zu allen Informationen verfügen? Ich sagte Ihnen schon,
Der Verteidigungsminister leitet diese Operation. Ich bin nur zu Ihrer Unterstützung hier. Snake, wir haben keine Zeit für Debatten. Kommen Sie da weg und suchen Sie Präsident Baker. So, eine Sache möchte ich mal ganz kurz anmerken, als wir diese sehr lange Zwischensequenz gerade geguckt haben. Man kann sehr vieles über diese Synchron sagen. Sehr viel Negatives. Und vieles auch schon in diesen Chat gefallen. Und ich will euch das gar nicht madig reden oder so. Macht euch ruhig so viel drüber lustig, wie ihr wollt. Aber wie oft habt ihr schon ein Spiel mit deutscher Synchro gespielt, bei dem die Timings komplett kaputt sind? Leute sich selbst in den Satz reinreden oder viel zu spät auf irgendwas reagieren. Oder aber auch Spiele, bei denen keiner der Sprecher genau wusste, in welcher Situation der Charakter gerade steht. Die wissen nicht, oh, ich lieg gerade im Sterben oder ich freue mich gerade über irgendetwas. Die sind super neutral durchgehend. Und das sind zwei Sachen, die kannst du diesem Spiel nicht vorwerfen. Die Timings sind allesamt immer noch perfekt. Liegt vielleicht daran, dass es keine Lippensynchronisation gibt, sondern einfach nur, mein Kopf bewegt sich so ein paar Pixel von links nach rechts, wie ein Muppet ohne Mund. Das hilft dann natürlich sicher, um da so ein bisschen halt das alles zu schönen. Aber auch, also zumindest Snake-Sprecher versucht in solchen Situationen so zu klingen, wie er sprechen sollte. Ich weiß nicht, ich kenne die Umstände von diesem Spiel nicht. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich die Originalsynchron-Dateien irgendwie schon alle hatten. Die waren ja schon relativ früh fertig, schon viele Monate vor Release. Oder ob sie die Zwischensequenzen vielleicht sogar währenddessen dabei gucken konnten oder so, das weiß ich nicht. Aber es wirkt, was zumindest das angeht, besser als in vielen anderen Spielen mit deutscher Synchro und vor allem besser als in vielen anderen Spielen mit genau denselben Synchronsprechern. Denn diese Synchronsprecher kommen auch in Crash Bandicoot, in Spyro, in Ghost in the Shell auf der PS1, in Half-Life 2 2004 sogar noch vor und die machen überall einen schlechteren Job als in diesem Spiel. Was allerdings doof ist häufig, das Dialogbuch hat einige sehr interessante Begriffe gewählt. Ein paar sehr interessante Begriffe. Auch wenn ich es sehr sympathisch fand als Kind, dass sie viele englische Begriffe drin hatten und sowas sagen wie Ninja und nicht Ninja. Ich sag bis heute nicht Ninja. Ich sag immer noch Ninja. Und Schienengewehr, das sag ich auch. Weiter geht's. Und Zwist. Für was er hat. Wurde die Tür geöffnet. Ich frag mich ja, von wem. Ich einen halben Schritt hin? Warst du das vielleicht? Aber wenn es um gute Worte geht, das wäre ja perfekt hier, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wenn es um gute Wortwahl geht, der deutschen Version, die englische Version so um so ein Vielfaches übertreffen. Den Chef umgebracht. Sie Mistkerl! Liquid? Nein. Die sind's nicht. Keine Bewegung! Zielst du zum ersten Mal auf einen Menschen? Deine Hände zittern. Deutsche Snake ist hier perfekt. Schieß doch, Grünschnabel. Yes! Ich bin kein Grünschnabel. Yes! Lügner. Der unsichere Blick, die Angst in den Augen, wenn das keine Grünschnabelaugen sind. Du hast doch noch nie einen Menschen erschossen, nicht wahr? Sie reden zu viel. Du hast noch nicht mal die Waffe entsichert. Ich bin kein Grünschnabel. Du gehörst nicht zu denen, oder? Öffnen Sie die Tür. Sie haben noch eine Karte. Warum? Damit wir hier rauskommen. Sieht nach einer kleinen Verspätung aus. Was machst du? Nicht denken! Schießen! Ah.
kommen zum ersten Action-Set-Piece und quasi Boss von Metal Gear Solid. Warten Sie! Schießen Sie! Ich sag's Ihnen, ich bin kein Grünschnabel! Los jetzt! Schießen Sie! Ich glaube, Kojima war ein riesiger Fan von dem ersten Die Hard-Film. Und im ersten Die Hard-Film muss ja auch jemand die rühmliche Aufgabe haben, zu lernen, dass es okay ist, Menschen zu töten. Und das wollte er, glaube ich, auch in seinem Spiel verewigen. Ach ja, warte. Das sind die Granaten. Wir haben es geschafft! Danke für die Hilfe. Moment! Wer sind Sie? Danke, Kojima. Sehr cool. Idiot! Du hast ihn umgebracht! Tut mir leid, Boss. Seine mentale Abschirmung war sehr stark. Ich konnte nicht an seine Gedanken ran. Jetzt erfahren wir den Sprengcode nie. Boss, ich hab da eine Idee. Verdammt. Erstmal zu Hause anrufen und herausfinden, was das war. Naomi, ich hatte eine Art Halluzination. Kommt das von den Nanomaschinen? Nein, Snake, die Nanomaschinen funktionieren korrekt. Was war es dann? Psychometrisches Eindringen von Psycho Mantis, Foxhounds Telepath. Stellen Sie sich eine Art gedankliches Feedback vor. Das also war Mantis. Okay, nochmal zur Synchro. Ich werde häufiger drüber reden müssen, weil ich mag sie unironisch. die Stimme von der Frau, nicht er, die noch keinen Namen hat, von der wir noch nicht wissen, wer das war. Sie hat die sehr seltsam gedrückt während der Zwischensequenz. Das hat sie nicht gemacht, weil sie eine schlechte Sprecherin ist. Also das ist zumindest nicht der Grund dafür. Sondern weil sie härter klingen wollte in der Szene. Da liegen übrigens Maden rum. Bin immer noch froh über die Person, die gesagt hat, ich animiere, das ist mein Job. Klopapier. Okay. In der PC-Version hat er übrigens wieder eine Boxershorts an. I don't know. Ich glaube, in dem Remake Twin Snakes kannst du nah genug ranzoomen, um durch das Ding durchzugucken. Wir sind ja auf Twitch, hier kommt nichts Sexuelles, nicht mal Dark Souls auf Cam oder so. Hier abgespielt. Hab aber voll. Okay. Weiter geht's. Wir müssen jetzt ein Stockwerk weiter runter und haben unseren Spaß und sind dabei ganz munter. Ich fand damals so fucking cool, wie du einen Laserpointer damit hast. Das erste Mal, dass ich das in einem Spiel gesehen habe. Und es ist immer noch super cool, weil es erstaunlich gut aussieht. Wie der mancher stärker, mancher schwächer da ist und sowas. Du kannst den Punkt sehr, sehr gut erkennen, aber du kannst den Strahl kaum erkennen. Ich kann drüber reden, den Strahl solltest du eigentlich in der Regel gar nicht erkennen, außer du bist gerade am Rauchen. Okay, Schlauberger, was jetzt?
Tja. Owned. Würde ich sagen. Dann mal nach 13.2 hier. Und das war auch damals der Punkt, als wir das Spiel damals gekauft haben, bei dem wir erstmal nicht weiterkamen. Auch wenn dir gesagt wurde, was du machen sollst, aber es war nicht so eindeutig, einfach weil das gab es in keinem anderen Videospiel jemals. Vor allem aber auch, sobald du in die Zelle reinkommst von dem DARPA-Chief, der jetzt nur noch ein Chef ist und jetzt vor allem tot ist, da endet die Demo. Das war eine erstaunlich lange Demo, muss man sagen, aber da endete die dann. Nikita. C4. Muss leider immer manuell zur Karte wechseln, das wurde erst im Nachfolgern gefixt. Oder im Remake. Aber es ist besser als im Original Metal Gear auf dem MSX, wo du 8 verschiedene Karten hattest und immer durchwechseln musstest, weil die nicht abwärtskompatibel waren. Und du musst herausfinden, ist das jetzt 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8 Karte. Gutes Spiel, macht Spaß. Granate. Ist hier noch irgendwas drin? Ja, Bullets. Ich liebe Bullets. Damals gab's noch ganz viele Demos. Ich habe mir gestern eine Liste angeguckt von allen Demo-CDs, die überhaupt in Deutschland erschienen sind. Ich war so schockiert, wie viele das waren. Aber okay, für alle Leute, die nicht wissen, wie es weitergeht, uns wurde gesagt, die haben die Wände zugemauert, aber wurden mit dem Streichen nicht fertig. Jetzt sollen wir uns hier umgucken. Nach Wänden, die ungefähr so aussehen. Aber man kann sich auch rantasten, indem man dagegen klopft. Klingt hohl. Klingt hohl, aber mit extra Sound. Ich glaube, da müssen wir hin. Also packen wir eine C4 ran. Erstmal, dass ich C4 irgendwo gesehen habe. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wie habe ich das als Kind gefunden? Die wird gesagt, in welchem Stockwerk und dann... Du hast nur 4 Wände quasi, ne? Was ist in diesem Gang? Wir eine leicht andere Lichtstimmung haben. Oh Gott, die falsche Taste. Ich mag, wie viel an der Decke auch immer los ist. Beim Top-Down-Spiel sowieso wichtig, aber... Keine Ahnung, ich mag die Grafik von diesem Spiel. Ich mag das Spiel. Leute, wusstet ihr, dass ich Metal Gear Solid okay finde? Scope. Als Kind wollte ich unbedingt ein Fernglas haben mit so einem Zoom. Einem digitalen Zoom. Heute hat jeder ein Handy in der Tasche. Heute ist das nicht mehr cool. Damals war es so cool, die Vorstellung, sowas zu haben. Ich wusste nicht, was ich damit machen wollen würde, aber ich wollte es unbedingt haben. Nehmen wir mal unser Sokum und rein da. Nächste Zwischensequenz. Bin ich zu spät? Zu früh. Colonel, können Sie mir sagen, ob ich zu spät bin? Baker kann übrigens null sprechen. Der ist furchtbar. Kenneth Baker, Präsident von Armstech, nicht wahr? Keine Angst, ich hole Sie raus. Oh, nein, nicht anfassen. C4. Fass den Draht an und das C4 geht mit dem Alten in die Luft. Also du bist der, von dem der Boss andauernd spricht. Und Sie? Und Sie? Sonderkommandoeinheit Foxhound. Revolver Ocelot. Wie kann ich in Klammern Revolver Ocelot drunter? Er ist so ein guter Sprecher. Wartet, Solid Snake. Sehen wir mal, ob der Mann der Legende gerecht wird. Die Colt Single Action Army. Die beste Pistole aller Zeiten. 6 Kugeln tötet alles, was sich bewegt. Ich zeig es dir, darum nennen sie mich
Revolver. Zieh! Zieh! Verstecken hilft nichts. So, jetzt. Verstehe die Kugeln. Ich bestimme ihre Richtung. Wenn man weiß, wie man läuft und zielt gleichzeitig, ist der Bosskampf viel einfacher. Okay. Machen wir es so. Ich glaube, das werde ich jetzt immer beim Halo-Spielen zitieren. Er kann auch um die Ecke schießen. Das fand ich immer komisch. Das soll natürlich so ein Show-Off-Ding sein. Aber mein Bruder hat mir damals dann gesagt, ja, das ist kein Revolver. Und das, ich ging einfach Jahre davon aus, ja, das ist kein Revolver. Hier brauchen wir Munition hier. Ah! So lag ich gestern im Bett mit Rückenschmerzen, so rum. Ah! Komm schon, Revolver Ocelot. Warum bist du so schnell für einen alten Knacker? Ja, Napalm im Morgen und sowas, alles klar. Wir haben ihn besiegt. Ah, du bist recht gut. Genau das, was ich von jemandem mit demselben Code wie der Boss erwartete. Das ist mein bester Kampf seit langem. Aber ich fange erst richtig an. Was? Ah, meine Hand! Oh. Ein Stealth-Anzug? Kannst du nicht mal richtig sterben? Du hattest Glück. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank, der Ekelhafte. Wer sind Sie? Ich bin wie du. Ich bin wie du. Namenlos. Auch mit. Ich bin wie du. Kojima liebte diesen Effekt. Motion Blur mit ganz wenigen Samples, weil mehr konnte die PlayStation gar nicht in Echtzeit. Und dann eine so schnelle Bewegung. Mehr zum Teufel. Können Sie sprechen? Wer sind Sie? Keiner von denen. Der DARPA-Chef hat Ihnen seinen Sprengcode gegeben. Was mit Ihrem? Ach so, ich weiß. Tim hat sie geschickt. Sie sind vom Pentagon. Antworten Sie! Pentagon. Wir haben keine Zeit. Was mit Ihrem Code? Ich habe geplaudert. Was? Jetzt haben die Terroristen beide Codes und können jederzeit zünden. Ich habe mich gewehrt. Ich habe Helco Mantis Kräften widerstanden. Er hat Ihre Gedanken nicht gelesen. Wieso nicht? Implantate in meinem Gehirn. Implantate? Eine Art mentale Sperre. Jeder mit Zugang zu streng geheimen Codes hat sie. Auch der DARPA-Chef? Natürlich. Der DARPA-Chef sagt, Mantis habe seinen Code durch Gedankenlesen erfahren. Haben Sie ihn auch richtig verstanden? Ja, da bin ich sicher. Wie haben Sie denn Ihren Code herausgefunden? Ich wurde leider nie im Widerstand zur Folter trainiert. Sieht aus, als hätte er seinen Spaß mit Ihnen gehabt. Er ist kein Mensch. Er hat jede Sekunde genossen. Was mit Ihrem Arm? Er hat ihn gebrochen. Dann sind Sie jetzt wohl quitt. Seiner wurde abgetrennt. Sie ein Witzbold. Aber was für einer? Der DARPA-Chef. Ist der okay? Tot. Was?
Unmöglich. Jim, Sie haben uns hintergangen. Sie wollen mich ausschalten. Beruhigen Sie sich. Was ist denn los mit Ihnen? Ich bin hier, um Sie zu retten. Oh. Ich habe den DARPA-Chef nicht umgebracht. Er hat einen Herzinfarkt oder sowas. Herzinfarkt? Seien Sie kein Narr. Was auch immer. Die Terroristen haben jetzt beide Codes. Diese Jungs sind total verrückt. Die zögern nicht eine Atomwaffe. Ich weiß, aber was wollen sie wirklich? Wer weiß, vielleicht sind die wie wir in der Rüstungsindustrie. Immer freuen wir uns auf den nächsten schönen Krieg. Nun, ich werde nicht zulassen, dass diese das Verrückten... Das ist leider gerade so preachy. Haben Sie die Schlüsselkarten noch? Schlüssel? Um den Sprengcode außer Kraft zu setzen. Ich höre, Sie hatten sie. Nein, nicht mehr. Was? Wer hat sie dann? Doch nicht die Terroristen? Nein, diese Frau. Frau? Welche Frau? Eine Soldatin, die mit mir gefangen genommen wurde. Soldatin? Das muss... Sie sagte, sie wäre eine neue Rekrutin. Sie nahm sie gefangen, weil sie nicht an der Rebellion teilnehmen wollte. Neue Rekrutin? Vielleicht die Nichte des Colonels? Ich gab ihr die Schlüssel. Sieht so aus, als wäre sie entkommen. Ich hoffe, sie ist okay. Ich glaube schon. Sie ist neu, aber hart im Nehmen. Wie wissen Sie, dass sie entkommen ist? Wir waren über Codec in Kontakt, bis ich hier festgehalten wurde. Codec? Ja, sie stahl es der Wache. Wenn sie es noch hat, können Sie sie kontaktieren. Sie hat es bestimmt. Welche Frequenz verwendet sie? Oh ja, Moment, die ist... Tut mir leid. Ich habe sie vergessen. Verdammt! Oh ja, sie ist auf der CD-Verpackung. Versuchen Sie, Verbindung aufzunehmen. Okay, sagen Sie, falls das nicht funktioniert, wie kann ich den Abschuss der Rakete sonst verhindern? Suchen Sie Hal Emmerich. Yes! Einer meiner Angestellten. Wer ist das? Der Teamleiter. Einer seiner Angestellten. Ein technisches Genie, aber ein ziemlich komischer Kauz. Wenn jemand das Aktivieren von Metal Gear verhindern kann, dann ist er's. Und wenn ihm nichts einfällt? Dann müssen wir es zerstören. Emmerich weiß, wie man Metal Gear zerstört. Ist das... Wo ist dieser Emmerich? War das gerade Tiefenschärfe? Er wird wahrscheinlich im Sprengkopflager festgehalten. Das ist nördlich von hier. Dort hat er gearbeitet. Ich verstehe. Aber warum Metal Gear? Das nukleare Zeitalter ging doch mit der Jahrtausendwende vorbei. Da irren Sie sich. Die nukleare Bedrohung ist nicht vorüber. Heute ist sie größer als je zuvor. Das ist jetzt leider sehr preachy. Die Menge an verbrauchtem Nuklearbrennstoff und Plutonium steigt ständig an. Auch heute. Haben Sie je ein Lager voll von Atommaterial gesehen? Nein. Fässer über Fässer voll von Atommüll, soweit das Auge reicht. Das Zeug kann noch immer nicht richtig entsorgt werden. Also machen die einfach den Deckel zu und tun so, als löse sich das Problem von selbst. Im Endeffekt ja. Und selbst das Lagern wird schlecht gehandhabt. Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert aus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine Bedeutung. Russland mit SZ? Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Russland mit SZ? Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie ja. Hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanziert. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Videospiele sind heutzutage viel zu politisch.
Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Ein Grunt mit Grunzer übersetzt. Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesem Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Gnomensoldaten. Sie kennen ihn? Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Ah! Was haben Sie mit mir gemacht? Ah! Oh, nein! Oh, nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht! Ah! Oh. Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben. Oh. Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Sieht wie noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie. Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen. Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ding. Ein Mitglied von Foxhound. Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Das war keine Antwort. Erstmal an den Fingern liegen knabbern. So, jetzt habe ich mehr Life zur Verfügung. Hey, weiter geht's mit der lustigen Hatz. Jetzt werden wir eigentlich von einem Bosskampf in den nächsten gelotst. Ohne viel Gameplay dazwischen, weil man weiß, was man, wo man lang soll. Hier kommt die eine sehr, sehr verwirrende Sache. Dir wurde gesagt, aber das ist halt auch schon, das ist Ewigkeiten her in diesem Dialog. Du hast schon so viele neue Informationen bekommen. Aber dir wurde gesagt, ja, die Nummer von Meryl, die ist auf der Verpackung vom Spiel. Aber er hat gesagt CD-Verpackung. Was haben wir hier gerade bekommen? Oh, eine Disc. Oh. Okay, es ist eine Mo-Disc, eine optische Diskette. Optical Disc. I don't know. Aber du denkst, du musst damit irgendwas machen oder so. Nee. Das kennen eigentlich alle. Auf der Verpackung vom Spiel ist ein Screenshot vom Codec und da steht drauf, wie die Codec-Nummer von Meryl ist. Bei dem GameCube-Remake haben sie es wiederholt. Bei allen digitalen Releases wurde es natürlich ein bisschen schwierig, weil du hast keine Verpackung. Das konnte man damals ja nicht wissen. Hier ist eine Sache, die der GOG-Release sehr, sehr süß gemacht hat. Danke Insane Hexe für das Re-Abo. Selbst auf der GOG-Shop-Seite haben sie diesen Screenshot draufgepackt, damit du danach gucken kannst. Aber offensichtlich, wir leben im Zeitalter des Internets, deswegen, und ihr wisst es alle, weiß ich es einfach auswendig.
Das war falsch. Das war 0, 14, 15. Ich weiß es doch nicht auswendig. Mist, ich dachte, ich hab. So. Meryl. Bodek. Ich dachte, ich bin klug. Es war. Also, ah, ja, nein. Ich hatte recht. Der nur gesagt, ich soll aus dem Gebiet rausgehen. Haha. Leute. Mir ist gerade so das Herz in die Hose gerutscht. Ich dachte, oh, scheiße. Nein, no. Du hast bisher nicht so gut durchgetroopert und jetzt das. Ich mag deren Uniform sehr. Ich mag die Uniform in diesem Spiel allgemein sehr. Ah. Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Meryl, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine. Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit. Ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. So ein Edgeboy. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet, Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist nicht okay. Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Arms Tech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear-Programms sein, so viel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit President Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja. Dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. DARPA-Chef. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss, im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie
brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Türen? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sie sollten gehen. Ich komme mit. Nein, Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Die kleinste Unaufmerksamkeit. Alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt... Was nun? Danke, Adrian. Nehmen Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück. Genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, die Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake, ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar, aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Das Ding ist, der Part ist im Englischen nicht mal weniger steif, deswegen, das ist keine Ahnung, Snake hat ein bisschen sympathischer gesprochen. Gucken wir uns die Famas, die ich hier durchkrieche. Hier übrigens eine Sache, weil wir werden es, glaube ich, nie anwenden, aber... Vielleicht müssen wir es nicht anwenden, aber hier hast du so Laser. Du siehst sie nicht, aber wenn du die Zigaretten auswählst, siehst du die, die in deiner Nähe sind. Aber dafür verlierst du durchgehend Lebensenergie. Weil es sind ziemlich gute Zigaretten. Man sieht sogar, dass er Zigarette im Mund hat. Das sind nur 2 Pixel, aber ihr erkennt den Pixelunterschied hoffentlich. Jetzt haben wir die Farmers, die man immer als Farmers bezeichnet hat. Ich hatte vor Ewigkeiten mal einfach in eine Runde reingefragt, hey, warum eigentlich die Waffe? Warum eigentlich die Waffe? Weil... Gab es irgendeinen Film, der kurz vorher diese Waffe hatte und cool gemacht hat? Gab es irgendwas anderes, was das inspiriert hatte? Und Jan hatte geantwortet und ich weiß nicht, ob er das aus einem Zitat hatte oder ob er einfach so drüber nachgedacht hatte, aber die ist super eckig, diese Waffe. Du kannst die ziemlich einfach in einem so frühen PlayStation, also so frühen PlayStation, aber halt in so vielen frühen 3D-Spiel darstellen, ohne dass sie falsch aussieht. Und dass das vielleicht der Grund war dafür. Und ich fand, das war eine gute Begründung. Weil das erklärt dann auch hier die Socom, die halt auch sehr, sehr boxy aussieht. Gibt, das erklärt aber später nicht das Scharfschützengewehr, weil, ja. Snake, die Frachttür ist offen. Danke. Wo sind Sie? Ich weiß, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Keine Sorge, ich trage die feindliche Uniform. Mit Ihrem Gang erkennt man Sie schnell. Was soll das heißen? Ach, nichts.
Klappe, Snake. Wachtür ist wie eine Luftschleuse. Sie hat Infrarotsensoren und beim Feststellen eines Eindringlings tritt Gas aus. Gas? Okay, wir treffen uns beim Sprengkopflager. Warten Sie, Sie wollten doch brav sein und hierbleiben. Hab's mir anders überlegt. Seien Sie nicht dumm, das verdirbt immer alles. Tut mir leid, aber ich muss herausfinden, ob ich als Soldat geeignet bin. Ich muss mir erstmal die Hände schmutzig machen. Das sind Berufssoldaten, die werden Sie umbringen. Bis später. Hoffentlich passiert hier nichts Böses. Wir müssen gleich mal nachgucken. Ich muss jetzt erstmal nach oben hier verschwinden und allgemein alle Gänge mal abklappern, weil weiß jetzt nicht, ob ich das Thermalvisier noch kriege. Okay. Jetzt ist die Sockum endlich nutzbar. Hüdup. Warte, kann man irgendwo... er wechselt den Kamera, Winkel nie. Jetzt können wir Leute umbringen und niemand wird was davon merken und es klingt immer so toll. Ja, kurz auf die Kamera. Hier ist, glaube ich, die Box drin. Yes! Das ist wahrscheinlich berühmteste Item. Gibt bestimmt hier einige Leute, die alle Referenzen an dieses Spiel, falls sie vielleicht sogar, also falls sie nur die Nachfolge gespielt haben oder aber gar kein Metal Gear Solid gespielt haben, nur aus Smash Bros. Kennen und hoffentlich öffnet das so ein bisschen das dritte Auge für euch. Die coole Box, in der du durchgucken kannst durch den kleinen Schlitz. Etwas, was, wie gesagt, ich war noch am Ende der Grundschule, als das Spiel rauskam, ich sehr, sehr gerne selbst gemacht habe. Ende der Grundschule, als es rauskam? Warte mal. Nein. Es kommt gar nicht hin. Aber ich war in der Grundschule, als ich es gespielt habe. Ha. Scheiße. Uns fehlt ein Item. Noch mehr? Kommt noch einer. Nein, ist das eine Stellung? Hast du seine Stellung? Geht's direkt auf vorne. Schleichen kommt man in dem Teil noch nicht. Das ging erst im Nachfolger und im Remakes. Oh! Wow! Ich habe gerade noch zur Ration gewechselt, das zählte nicht mehr. Das ist der erste Game Over, Leute! Snake? Antworten Sie! Snake! Snake! Das musste natürlich showcasen. Ja. Snake, die Fracht. Ja. Ach nix, ihr Gang ist ganz normal und ich bin auch ganz normal und das Spiel ist ganz normal und ihr habt keiner komische Gedanken. Das wird jetzt richtig scheiße. Die Formal Goggles sind ziemlich wichtig jetzt in diesem Abschnitt. Ich habe keinen Bock, das ohne zu machen. Oh well. Hätte ich mal nicht die Sokum übersehen. Stand in der Anleitung, dass man Leute erwürgen kann?
Ich weiß, dass in der Anleitung so ein paar Steuerungstipps drin waren, zum Beispiel das Quick Reloading und sowas. Aber stand da auch drin, dass man Leute erwürgen kann? Ich bin mir sicher, dass ich das beim ersten und zweiten und dritten Playthrough nicht wusste. Ah, der Panzer ist weg. Seltsam, hier war vorhin ein Panzer. Der ist weg. Oh! Ich hab vergessen, dass ich diesen Sound drin hab. Ey, der Schrauber, vielen Dank. Aber es steht nicht in der Anleitung, weil ich erst in einem YouTube-Video gesehen habe. Okay. Ein anderer meinte gerade, das wird am Anfang gesagt. Also nicht, dass ich wüsste. Weil ich dachte damals, du kannst auch nur Leute wegziehen mit dem Move. Aber seitdem nutze ich den nicht ein einziges Mal mehr fürs Wegziehen, außer im Mystery-Mode. Sondern nur noch zum Erwürgen. Die Kamera hat nichts davon gesehen, also können sie wieder gehen. Machen wir das nur kurz einfach. Ich hab eh genug davon. Und das war so knapp. Ich hätte auch genau in die Kamera reinspringen können. So, ich freue mich richtig auf den nächsten Abschnitt. Ich habe doch richtig Bock drauf. Ich hasse ihn kein Stück oder so. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das wird nicht unglaublich nervig. Besonders mit einer verzögerten Steuerung, weil ich es auf dem Emulator spiele. Ich spiele es übrigens auf dem Emulator. Die Frage ist jetzt, wenn man es bekommt. Das ist nicht die GOG-Version. Und die GOG-Version leider nicht richtig auf Deutsch kriegt. Und ich wollte unbedingt die deutsche Version spielen. Aber ich kann die GOG-Version sehr empfehlen. Auch wenn ich nochmal mit einem Fix drüber gehen würde von der PC-Gaming-Wiki. Ihr sucht einfach nach PC Gaming Wiki und dann habt ihr da einen Artikel über das Spiel. Das ist so ein Fanpatch. Der sorgt auch dafür, dass die Texturen wieder ein bisschen verpixelter sind. Aber der PC-Port ist echt gut. Vor allem hat er den ultraleichten Modus, bei dem du eine MP5 mit Schalldämpfer und unendlich Munition hast. Sehr zu empfehlen, macht sehr viel Spaß. So, der helle Punkt in der Mitte sind Sie, Snake. Weichen wir mal zwischen. Was ist Snake? Denken Sie an de Gaulle's Spruch. Die Friedhöfe sind voller unersetzlicher Männer. Snake, Sie sind allein und von Feinden umgeben. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie Kämpfe, wenn möglich. Sie haben recht. Und Zitate haben Sie drauf, nicht wahr? Nun ja, meine Eltern sind beide aus Guangdong in China. Aber ich bin in Amerika geboren und aufgewachsen. Ich mag die Literatur beider Länder. Das verbindet mich mit Ihnen. Ich zitiere für Sie gern noch mehr, wenn Sie wollen. Darauf freue ich mich schon. Aber ich wüsste auch gern noch mehr über sie selbst. Ah, ich denk drüber nach. Die Fresse, Snake. Das ist so peinlich. Jeder erträgt ihn nur. Niemand hat Bock, mit ihm wirklich zu reden. So, weil hier ist ein Laser. Ah ja, warte. Nee, hier ist ein Laser. Vorsicht, Snake. In der Luftschleuse sind Infrarotsensoren. Dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen, aber aus der Wand da kommen Infrarotstrahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Wenn du nicht weißt, wie du hier durchkommst, wird es, glaube ich, sehr nervig. Helfen mir andere Leute dabei? Rauchen Sie? Ja, wieso? Wissen Sie nicht, dass Zigaretten Benzpyren enthalten? Ein Stoff, der Lungenkrebs verursacht. Wenn Benzpyren in den Körper gelangt, wird es zu Benzpyren-Dioleproxid oder... Ja, Kojima, du hast gegoogelt. Du hast nicht gegoogelt, aber du hast nachgeguckt. Und du musst angeben, dass du nachgeguckt hast. Ein Tumorsuppressionsgen, das in mutierter Form bei Lungenkrebs vorkommt. BPDE verursacht Mutationen im Gen P53 und veranlasst die Lungenzellen zu unkontrollierter Teilung. Sie wissen ja viel über Gene. Aber sie haben keine Ahnung, wie gut eine Zigarette am Morgen schmeckt. Ich weiß, das war ein Joke, aber Mensch, Kojima. Scheint mit Infrarotsensoren gesichert zu sein. Die müssen irgendwie an deren Strahlen vorbeikommen.
Wenn Sie Fragen zu Waffen oder Ausrüstung haben, fragen Sie unsere Militärberaterin Natascha. Ihre Frequenz ist 141,52. Okay, ich rufe die nie an. Ich vergesse immer, dass sie im Spiel ist. 52, ne? Ich weiß, wie ich weiter muss, aber ich will sie jetzt einfach mal angerufen haben, weil sonst dir wird das nie wieder gesagt. Hier spricht Natascha Romanenko. Schön, mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben erzählen. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich gut mit vielen Waffensystemen aus. Man bat mich als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Die ist okay. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Ich hoffe, wir können sie aufhalten. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben zünden wollen? Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Natascha. Ganz meinerseits. Sie hat ihren Namen sogar richtig ausgesprochen, im Gegensatz zum Colonel. Aber... Snake, der Raum ist voller Infrarotsensoren. Sie würden sie sehen, wenn sie Rauch produzieren könnten. Zigarettenrauch oder so? Okay, das war... Hoffentlich klappt das. Ich habe raucharme Zigaretten. Ach, die Zigaretten, die zur Reduktion des Passivrauchens entwickelt wurden. Keine Sorge, laden Sie einfach den Rauch aus dem Mund und Sie sollten die Infrarotsensoren sehen können. Gute Idee, Zigaretten mitzunehmen. Brauchen Sie aber nicht zu viel. Zigaretten schwächen Körper und Geist. Das ist nicht gut für Sie. Die gesamte Botschaft des Spiels ist Atomwaffen doof, Zigaretten auch. Krieg auch nicht so ideal, aber... das ist auf der PlayStation relativ schwierig, weil die auch nur ein Pixel breit sind. Okay, da kommt er. Und vor allem die Perspektive abzuschätzen, ist immer ziemlich, ziemlich schwierig. Aber wir haben es geschafft. Puh. Ich wollte nur wissen, ob dir irgendjemand diesen Tipp gibt, weil muss ja eigentlich drin sein. Außerdem können wir mehr Dialogen lauschen. Das ist ja auch so der halbe Grund, warum wir streamen, sind wir mal ehrlich. Jetzt kommt Deep Throat, passt auf, Leute. Mit einem Infrarot-Ding könnten wir jetzt Minen sehen. So müssen wir jetzt so Minen sehen. Das ist ein Claymore-Min. Wenn drüber laufen, machen die Schaden. Das ist blöd. Eine Sache, die dir nix im Spiel verrät. Oh. Moment. Wir haben angerufen. Snake, Vorsicht. Dieser Ort ist voller Claymore-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Kojima. Hättest du bei ein paar Jahre gewartet, dann wüsstest du vielleicht mehr über diesen Namen. Weil jemand gerade fragt, die Infrarotbrille. Ich habe die erste Socom nicht mitgenommen und dann versieht die zweite aufgehoben. Die zweite liegt aber da, wo normalerweise das Infrarot-Ding liegen würde. Aber man kann die Claymores aufheben, wenn man einfach reinkriegt. Nix im Spiel sagt ja, dass das der Fall ist. Und das ist der einzige Weg, um an die Waffe selbst ranzukommen. Weil du kannst sie dann mitnehmen und kannst sie dann selbst legen. Übrigens auch mit Laser und so. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Wenn Leute nicht irgendwie erst in COD4 das erste Mal von Claymore irgendwie gehört haben oder so, oder keine Ahnung, Battlefield 2 oder die auch, dann war es hier. Und das ist super cool. Komm, die nehmen wir auch noch mit und dann kommt gleich der nächste Bosskampf. Aber bevor wir uns den Bosskampf angucken, gucken wir mal kurz in die Ferne. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass es hier drin schneit. Ein kleiner Zwischenkorridor, aber ich... Der ist cute. Ein cuter Zwischenkorridor. Nehmen wir die Ration in die Hand. Und nehmen wir einfach mal so die Chef-Grenade und laufen einfach weiter. Was passiert, Leute? Bei mir ist es mein Handy. Das ist Lebensgebiet. Oh, scheiße.
Nee, ich hab doch gesagt, dass du nicht nach Raaf gehen sollst. Nicht nach Alaska. Ich werde dich nicht durchlassen. Gib ihm eine Nachricht. Richtig so. Du gehörst auf den Boden. Schlangen wie du sollen am Boden kriechen. Ich glaube, das ist der Typ bei Foxhound, der dieses ganze Namensding noch am ernsten nimmt. So, wir müssen jetzt erstmal unseren Chef werfen, dann kann er nicht mehr schießen. Jetzt können wir die Granaten nehmen und in die Nähe. Und wahrscheinlich noch mal über irgendeine einzelne Mine hier stolpern oder so, ich weiß es nicht. Da. Der Panzer sieht so großartig aus. So ein gutes Model. Wie gefällt dir das? Oh, ouch. Oh, die flog schlecht. Man kann ihn auf normal mit 2 Granaten besiegen. Das gelingt mir jetzt gerade nicht. Als das Spiel neu war, war ich ziemlich gut, was diesen Boss angeht. Jetzt nicht mehr. Reicht schon. No time. Du musst nur Natascha anrufen, dann sagt sie dir das. Diese Tiefenschärfen-Versuche. Wir wären auf dem CRT wahrscheinlich gar nicht durchgekommen. Freust dich, er hat die Karte. Amüsieren wir uns noch eine Weile mit ihm. Sei klug und unterschätze ihn nicht. Was hältst du von ihm? Er ist genau wie du gesagt hast. Im Kampf scheint er wie besessen zu sein. Ganz dir ähnlich. Das habe ich erwartet. Siehst du, sagte ich doch. Aber ich werde ihn töten. Ja, General Ivan, er hat dir also die Hand und die Würde genommen. Hüte deine Zunge, Schamane. In der Sprache der Sioux bedeutet Sioux Schlange. Ein Tier, von dem man weiß, dass man es fürchten soll. Die Schlange gehört jetzt mir. Beim nächsten Mal werde ich mich um ihn kümmern. Noch nicht. Töte ihn noch nicht. Wir werden uns im Kampf wiedersehen. Gleiche Vorhersage wie immer? Ja. Der Rabe auf meinem Kopf will sein Blut sehen. Okay, man hat gerade den Sprecher von Liquid Snake nochmal gehört. Erstmal kurz Fingernägel kauen und weiter geht's. Das hat vorhin schon Jörn angemerkt und das weiß ich auch erst seit ein paar Tagen. Also, der Sprecher von Liquid Snake hat viele Leute gesprochen. Der war auch unter anderem Dr. Cortex aus Crash Bandicoot. Man kennt die vielleicht von Crash, 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 dass du dich auch immer einmischen musst. Ich glaube, das klingt relativ akkurat. Falls sie nochmal ein Remake machen, dann nehmt mich als Voice Actor, ich kann das. Ich bin ready, Chef, lass mich ins Team. Aber er war scheinbar auch der deutsche Sprecher in Super Smash Bros. Vom Wii Fit Trainer? Ich weiß nicht, ob es auch ein Wii Fit war. Ich habe da den weiblichen Trainer benutzt, weil... Ne? Aber hätte ich es gewusst, dann hätte ich ihn genommen. Aber noch eine Sache, und das hat mich amüsiert, und da bin ich tatsächlich froh, dass er der Videospielwelt erhalten blieb. Der Mann ist mittlerweile Voice Director von deutschen Synchros geworden. Unter anderem von Vanquish. Auch ein Spiel mit einer furchtbaren deutschen Synchro. Aber auch von der gesamten Sonic-Serie seit Generations. Und noch ganz vielen anderen Spielen. Und das finde ich cool. Ich muss sagen, ich hasse deutsches Sonic.
Aber ich bin sehr froh, dass er immer noch aktiv ist. Das ist super cool. Und das ist, ja, es ist lustig, aber auch cool. Und jetzt mag ich diesen Abschnitt hier, weil der ist komplett... Oh, da haben sie Polygone vergessen. Oh, oh. Hoffentlich wurde Kojima deswegen gefeuert. Ja, Konami hat das Spiel nochmal kurz angeworfen und gesagt, oh, Kojima. Haben ihn ins Büro geholt und dann gefeuert deswegen. Hart, aber fair. Bidim, bidim. Husch. Vorsicht. Danke, Chevy. Verwendung von Waffen ist hier absolut ausgeschlossen. Ich habe die Nanomaschinen so programmiert, dass das nicht geht, Colonel. Was? Wovon reden Sie? Schon vergessen? Hier sind die Atomsprengköpfe gelagert. Sehen Sie sie? Ja, da sind jede Menge Kartons. Aber sind das alle Sprengköpfe? Ja, entschärfte Sprengköpfe. Die liegen hier einfach rum? Präsident Baker hat recht. Völlig nachlässig. Der Etat ist begrenzt. Für die Medien wird es alles geschönt. Aber so sieht die bittere Wahrheit aus. Natascha weiß noch viel mehr darüber als ich. Aus allen Sprengköpfen in den Kartons wurden die Zünder entfernt, Kartons, sodass sie nicht explodieren können. Sollten sie jedoch beschädigt werden, kann dabei Plutonium austreten und das wäre ein ernstes Problem. Vorsicht! Sie dürfen in diesem Bereich keine Waffen einsetzen. Spielen wir es heute durch? Nein, denke ich nicht. Hier dürfen wir keine Waffen einsetzen. Was lustig ist, wenn du mit dem Scharfschützengewehr dich hier unten hinlegst, weil im Liegen kann man nicht schießen, außer mit dem Scharfschützengewehr. Dann kannst du von hier aus Leute abknallen. Kann ich Granaten werfen? Nein, schade. Könnte vermutlich... Na, probieren wir es nicht. Ne, dann geht die Tür direkt zu. Kann man nichts machen. Dann müssen wir jetzt hier durch. Ja, ich mag diesen Raum. Ich mag, wie das Spiel für jedes Gebiet komplett andere Farben nutzt. Und ich mag die Texturarbeit von diesem Spiel einfach viel zu gerne. Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, was das für ein Look ist, aber ich mag einfach diesen Look, den sie haben. Was denn geräumt? Sehr viel 80s Mac Media hat so einen ähnlichen Look. Und nur das erste Metal Gear Solid hat das wirklich perfektioniert. Selbst das Remake auf dem GameCube hat es nicht mehr ganz so gut hingekriegt. War übrigens sehr riskant. So, hier ist schon die Tür. Da war der Aufzug, ganz schnell. Und dann wieder in 13.1 rein. Und wir müssen noch zwei weitere Mal in diesen Raum rein. Weil, aber ansonsten sehen wir ihn jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr. Oh, wow. Könnte nicht verpassen. Hier hat man übrigens die Spiegel zerschossen, damit man sich nicht selbst sehen kann. Das ist sehr traurig. Hot and steamy. Das ist irgendwie der Raum, in dem ich immer am wenigsten drin bin. So einer, den ich immer wieder vergesse. Dabei ist er von der Architektur gar nicht mal so simpel. 5. 6, glaube ich, ja. 4. Ich kann zählen, Leute. Wow. Ich beweise das gerade einfach nur, weil ich habe das Anfang des Jahres gelernt. Jetzt muss ich das überall anwenden. Was machst du da? Wo willst du hin? Oh nein! Oh nein! Don't do it! No! Du musst den Haardrang stoppen, dann bleibt die Hose trocken! Hat's nicht getan. Hätt's nicht hingekriegt.
Wenn man übrigens zweimal den Fahrstuhl drückt, dann kommt er immer sofort. Sonst gibt es eine zufällige Wartezeit. Das basiert darauf, dass Leute immer zweimal irgendeinen Schalter drücken, in der Hoffnung, dass es schneller sein würde. Und diesen Menschheitswunsch wollte Kojima einfach mal erfüllt sehen in einem Videospiel. Und ich habe sehr viel Respekt davor. Dieses in die Textur reingebakte Licht hier. Ich weiß nicht, ob das... ist das Vertex Coloring? Ist das in die Textur gemalt? Ich weiß nicht, wie das abläuft bei dem Spiel. Sieht gut aus. Mag auch... Es ist so eine Kleinigkeit. Ich mag, wie die Wände aussehen in dem Spiel. Nee, die Textur ist rein eingearbeitet. Das stelle ich gar nicht in Frage. Oh, nochmal Deep Throat. Snake, Vorsicht. Der Raum ist mit Gas gefüllt. Ah. Und der Boden ist elektrisch geladen. Auch das noch. Sie müssen den Hochspannungsschalter zerstören. An der nordwestlichen Wand. Aber wie? Ich komme nicht hin. Benutzen Sie eine ferngesteuerte Rakete. Ich emuliere das hier Ganze gerade auf dem PC. Ich habe die PS3-Version hier rumliegen. Ich habe es leider nicht mehr Retail. Ich habe Retail noch die zweite Disc. Was ja blöd ist. Das ist natürlich reingebaked. Wenn die Tür zu ist, ist es dasselbe. Aber ich frage mich nur, ob das halt irgendeine Light Engine war auf der PlayStation oder halt, ob das in die Textur reingemalt wurde, manuell immer. Das frage ich mich bei dem Spiel. Weil die Wandtexturen oder so, die sind einfach, die sehen einfach so aus, wie sie aussehen und wurden dann halt gespiegelt. Um halt für beide Seiten zu funktionieren. Aber bei sowas weiß ich das halt nie. Das finde ich bei dem Spiel nämlich sehr faszinierend, so. Richtige Wort. Bin ich fast nicht richtig stehen geblieben. Wir müssen ja den Nikita-Launcher nutzen. Piu! Piu! Das coolste Ding der Welt. Töten wir dich! Gut, du bist tot. Wir müssen die anderen Kameras eigentlich gar nicht übernehmen, aber man kann. Ja, auch eine Chef-Grade werfen. Reicht das auch aus? Und vor allem beeilen, bevor ich ersticke hier. Auf dem CRT-Fernseher hat man diese kleine Öffnung damals kaum sehen können. Man wusste, dass man hier was machen soll. Aber man wusste nicht genau... Man wusste auch, was man kaputt machen soll. Aber man wusste nicht genau, wie... Weil man diese Öffnung einfach nicht sehen konnte. Mal Luft holen. Lunge gefüllt. Ich bin neidisch. Also warte. So. Jetzt können wir hier durchrennen. Können wir in den Raum. Oh. Können wir in den Raum. Wo ist die Gasmaske? Da können wir noch nicht rein. Sollten wir, ich geh nochmal zurück. Oh ne, dich kriegen wir noch. Die anderen Türen mache ich dann später. Yes! Gas Mask! Bisschen blöd ist mit den Schaltern immer. Mit den Karten immer. Aber. Die Gasmaske ist relevant für zwei Räume im Spiel und in einem eigentlich nur wirklich. Und in keinem eigentlich wirklich. Aber wenn du die trägst... Was? Guckst du so in der First Person, das ist cool. Dieser Raum sieht immer total aus, als wäre er vorgerendert worden wie ein Resident Evil. Ist er, soweit ich weiß, nicht. Aber er sieht so aus. Ah... Das kommt hier. Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant. Aber Leute, ich glaube, es passiert gleich was. Der Controller rumbelt übrigens durchgehend. Sieh
sieht aus, als wären sie zerschnitten worden. Dieses Spiel ist übrigens ab 12 in Deutschland. Dieses Spiel. Ich muss mal kurz den Controller abstöpseln. Und wieder anstöpseln. Und währenddessen darf meine Xbox nicht angehen, weil der Rumble nicht aufgehört hat. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Habe ich Signalis gespielt? Immer noch nicht. Ich hab's, aber ich will's unbedingt spielen, aber ich hab's noch nicht gespielt. Ein Geist! Und Twin Snakes haben sie hier übrigens eine ewig lange Zwischensequenz draus gemacht. Ich finde das hier viel besser. Dieser Typ lebt übrigens noch, das können wir auf dem Radar auch erkennen. Der atmet noch. Wenn wir das nächste Mal rauskommen, atmet der übrigens nicht mehr. Ich glaube, man kann später eine Digitalkamera freischalten, also beziehungsweise die kann man noch finden, als Secret. Die ist im New Game Plus dann dabei. Wenn du ihn fotografierst... Das ist dann auch nochmal. Du hast eine Digitalkamera, mit der kannst du Fotos machen. Du kannst diese Fotos auf der Memory Card speichern, die sind sehr groß. Was kannst du mit diesen Fotos dann machen? Sie dir angucken. Ja. Aber es sind auch irgendwie 30 verschiedene Entwicklergeister im Spiel versteckt, die du damit, nur damit sehen kannst, wenn du diese Fotos speicherst. Und ich glaube, wenn du ihn fotografierst, ist es eins davon. Ich habe mich mit dem Feature aber nie weiter beschäftigt, weil ich das sehr, sehr dumm fand, so einen riesigen 13-Block- JPEGs zu speichern oder so. Anyway, jetzt bereitet euch vor auf den besten Videospielcharakter überhaupt. Stealth-Anzug? Wer sind Sie? Wo ist mein Freund? Wovon sprechen Sie? Was noch? Snake. Sie sind der Ninja. Ich habe auf dich gewartet, Snake. Wer sind Sie? Weder Freund noch Feind. Ich komme aus einer Welt, in der das bedeutungslos ist. Ich habe alles aus dem Weg geschafft. Jetzt kämpfen wir zwei bis zum Tode. Was wollen Sie? Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Diesen Augenblick will ich genießen. Was ist mit diesen Typen los? Wie eine meiner Japan-Animationen. Ich komme aus einer anderen Welt, um mit dir zu kämpfen. Weshalb? Rache? Nichts so Triviales wie Rache. Ein Kampf bis auf den Tod. Nur das bringt meine Seele Genugtuung. Ich töte dich. Oder du tötest mich. Es macht keinen Unterschied. Nun hat er seinen Logenplatz. Ich brauche den Mann. Lass ihn in Ruhe. Lass es mich spüren. Bring mich zurück zum Leben. Damals mein absoluter Lieblingsbosskampf. Ich verstehe eigentlich nicht mehr warum. Aber während sein Schwert da gerade am Flackern ist. Leute. Macht euch über Japan-Animationen so sehr lustig, wie ihr wollt. Im Englischen sagt er Japanese Anime. Hier wusste man scheinbar nicht, was das bedeutet und hat es einfach auf Japan-Animationen runtergebrochen, was definitiv ein Fauxpas war. Man könnte es 99... Das erschien 99, oder? Das erschien nicht 98, oder? Erschien es 98. Man hätte es wissen können, jedenfalls, aber man musste es noch nicht wissen. Nur...
98, ja, siehst du, lag ich mal wieder falsch. Aber der Sprecher! Habt ihr ihm abgekauft, dass er fucking Angst hat? Ich fand seine Performance gut. Ich finde Otacons Sprecher super. Und ihr kennt ihn eventuell auch als Barney. Nicht aus der TV-Serie, sondern aus Black Mesa. Und er sagt dann, go, hau kein Haken rein, räumt ja auf. Und das ist auch eine gute Zeile. Ich mag ihn total. Außerdem, die deutsche Synchro von einem Spiel namens Operation Winback. Das erschien damals für den N64. Manche kennen es vielleicht aus dieser Emulationssache vom von der Switch. Aber er ist in der PS2-Version, die eine Synchro hat, ist er auch drin. Meine Güte, jeder gibt dort die beste Performance ihrer Karriere. Und da meine ich eine sehr schlechte und ich liebe es. Das ist so ähnlich wie Metal Gear Solid. Nur nicht ganz so gut, aber sehr ähnlich. Und auch in einigen Punkten ein ziemliches innovatives Spiel. Aber dass die Synchro einfach dieselben Sprecher hat, macht's. Mua, 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 macht es das. Perfekt. So, wir können ihn nicht mit Waffen verletzen. Musst du nur in die richtige Richtung schießen. Snake, mit dieser Waffe kannst du mich nicht schlagen. Versuch mich doch einfach so zu schlagen. Okay, schlagen wir ihn einfach so. Damals mein Lieblingsbosskampf, heute weiß ich nicht mehr ganz genau warum. Aber ich fand einfach den Ninja, das war der coolste Videospielcharakter. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Bam, bam. Er hat so ein Schwert. Gut, jetzt kämpfen wir wie Krieger. Nahkampf ist die Basis aller Kämpfe. Nur nach dem Vertrauen einer Waffe. Und jetzt hat er nie wieder sein Schwert. Wie cool dieser Ninja doch ist. Ich hatte diesen Song damals auf dem MP3-Player. Mit so einem 6-Minuten-Loop. Ich war der Coole an der Schule, nicht vergessen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Snakes Nahkampf-Kombo dieselbe ist wie Mario in Mario 64? Aha, huh. Fand ich immer toll. Mir ist das aufgefallen. Und Sakurai dann bei Brawl scheinbar auch. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir da dieselbe Idee hatten. Kurz die Ration. Die After-Images sind so cool von ihm. Großer Fan von sowas. Oh. Wir werfen mal kurz die Chef-Grenade, warum nicht? Mache ich tatsächlich nie. Medic Assault hat sehr viele coole Effektspielereien. Oxymoron, danke fürs Abo. Na. Oh. Da können wir uns aber ein bisschen durchtanken. Den Boss. Kommt ja eh eine andere Phase, ne? Ja. Das ist gut, Snake, komm und hol mich. Das ist so dämlich. Police Nords. Referenz, die kein Europäer je verstanden hat. Ich frag mich, wo er ist. Man kann es am Stereo-Sound hören, gerade mit Kopfhörern sehr einfach. Ansonsten könnte man die Formel-Goggles nutzen, um besser sehen zu können, aber die habe ich ja nicht in diesem Playthrough leider. Wie in
alten Sekt. Auf den Schmerz habe ich gewartet. Die Referenz hat auch kein Amerikaner verstanden. Fair enough. Die Phase ist sehr schön. Für die Munition. Aha! Danke, Lick! Glänzender Schlag. Kriegt das Sound-Ding irgendwann gebalanced, ich bin mir sicher. Erinnerst du dich, Snake? Das Gefühl eines Kampfes? Die Knochen und Nerven sich messen? Also bei dieser Hitbox habe ich aber Fragen. Das war falsch. Oh ja, da, warte mal, ich muss weggehen. Diese Phase haben sie im Remake komplett weggelassen. Ich verstehe so ein bisschen warum, weil ich mochte das immer. Nein, unmöglich. Unmöglich. Du wurdest in Sansibar getötet. Was? Nicht schon wieder. Was ist los? Das ist nicht die beste Performance, gebe ich zu. Dieser Ninja ist Gray Fox. Kein Zweifel. Lächerlich. Sie wissen doch genau, dass er in Sansibar starb. Nein, er hätte sterben sollen. Doch er lebt. Was? Es passierte, bevor ich zu Foxhound kam. Sie verwendeten einen Soldaten für Gentherapie-Experimente. Davon habe ich nie gehört. Es passierte nach ihrem Austritt. Mein Vorgänger Dr. Clark war verantwortlich. Dr. Clark? Ja, er begann das Gentherapie-Projekt. Und wo ist er jetzt? Er starb bei einer Explosion im Labor vor 2 Jahren. Was geschah mit dem Soldaten? Anscheinend wurde der Körper eines in Sansibar getöteten Soldaten zu Versuchszwecken gebraucht. Und das war Gray Fox. Aber er war doch schon tot. Ja, aber er wurde wiederbelebt. Er erhielt den Prototyp eines Exoskeletts und wurde 4 Jahre unter Drogen gehalten, während sie an ihm herumexperimentierten. Die heutigen Genomsoldaten gehen auf das Experiment zurück. Das Widerlichste, das ich je gehört habe. Sie testeten alle möglichen Gentherapietechniken an ihm. Naomi, warum haben Sie uns das nicht schon eher erzählt? Weil es vertraulich ist. Ist das der einzige Grund? Naomi, was geschah dann mit Gray Fox? Laut Bericht starb er in der Explosion. Aha, doch selbst wenn das Gray Fox ist, warum läuft er als Ninja herum? Ich glaube nicht, dass er weiß, wer er ist. Sie meinen, er ist ein seelenloser Roboter? Ich bin mir nicht sicher, aber er wollte bis auf den Tod mit mir kämpfen. Ich werde ihn nochmal wiedersehen. Werden Sie kämpfen? Bis auf den Tod? Ungern. Aber er könnte mich zwingen. Okay. Das geklärt. Der Frank Jäger. Wollen Sie nicht rauskommen?
und fragen, ob ich ein Ei borgen darf. Nein, ich arbeite alleine. Alleine? Sind Sie auch ein Otaku? Kommen Sie raus. Beschwer doch nicht über deutsche Synchro, beschwer doch über diese scheiß Zeile. Sie tragen eine andere Uniform. Sie sind Hal Emmerich, der Chefingenieur von Metal Gear, nicht wahr? Sie kennen mich? Meryl hat mir von Ihnen erzählt. Ah, Sie sind hier, mich zu retten. Leider nein. Ich muss erst etwas anderes erledigen. Naja, wenigstens sind Sie keiner von denen. Sind Sie verletzt? Ich bin okay. Ich habe mir auf der Flucht nur die Knöchel verstaucht. Wenn's nur das ist, haben Sie nichts zu fürchten. Ich wollte Sie etwas fragen. Ich brauche Infos über Metal Gear. Hä? Metal Gear? Ja. Wofür wurde Metal Gear entwickelt? Es ist eine mobile Raketenabwehr vor Ort, zum Abfang von Atomraketen entworfen. Selbstverständlich nur für Abwehrzwecke. Lügner! Ich weiß bereits, dass Metal Gear nichts anderes ist als eine mobile Atomraketenabschussrampe. Atomraketen? Wovon sprechen Sie? So gut. Die Terroristen wollen Metal Gear zum Abschuss einer Atomrakete nutzen. Wussten Sie das nicht? Sie wollen einen demontierten Sprengkopf in Metal Gears TMD-Raketenmodul einsetzen? Falsch. Zweck dieser Übung war von Anfang an, den Abschuss von Atomraketen mit Metal Gear mit Versuchsprojektilen zu testen. Die Terroristen setzen bloß die von euch angefangene Arbeit fort. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es von Ihrem Boss gehört, Baker. Nein. Eine Atomrakete auf Rex? Sie wussten es wirklich nicht. Nein. Eine andere Abteilung stellt die Ausrüstung her. Der Präsident hat die Zusammensetzung mit der Haupteinheit persönlich überwacht. Das ist Baker. Gut. Ja. Ich habe nie erfahren, womit Rex ausgerüstet wurde. Ich weiß nur von einer Valkenkanone, einem Laser und einem Schienengewehr. Schienengewehr? Ein Schienengewehr? Ja. Es verwendet Magneten zum Feuern von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Diese Technologie wurde für das SDI-System entwickelt und dann fallen gelassen. Sie wurde von Armstrong und Rivermore National Labs weiterentwickelt. Das Schienengewehr befindet sich am rechten Arm von Rex. Metal Gear wurde speziell zum Abschuss von Atomraketen entwickelt. Vergessen Sie da etwas nicht. Es stimmt, Metal Gear verfügt hinten über ein Raketenmodul für bis zu 8 Raketen. Aber Sie sagen, es sei von vornherein für Atomraketen gedacht gewesen? Ja, da steckt mehr dahinter. Wenn Metal Gear nur Standard-Atomraketen abschießen würde, dann sollten alle Testdaten bereits vorhanden sein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Die Metal Gear-Entwicklungspartner Rivermore National Labs haben an einem neuen Atomwaffentypus gearbeitet. Sie verwendeten Nova- und NIF-Laser zum Testen atomarer Fusionsausrüstung und Supercomputer. Sie entwickelten eine neue Art Atomwaffe in einem Simulationslabor. Ja, aber Sie können sich im Krieg nicht auf Virtualdaten verlassen. Sie brauchen echte Versuchsdaten. Hier sind einige der Supercomputer. Werden diese verbunden, kann unter simulierten Bedingungen alles getestet werden. Aber es ist nur Theorie. Dann sollte also diese Übung ein echter Test sein. Was hat der Präsident gemacht? Wenn die Terroristen das Ding zünden. Verdammt! Verdammt! Ich bin ein Narr! Es ist mein Fehler! Die Wahrheit ist, liebe Julius, mein Großvater hat am Manhattan-Projekt gearbeitet. Er fühlte sich den Rest seines Lebens schuldig. Mein Vater wurde am 6. August 1945 geboren. Dem Tag der Hiroshima-Bombe. Gott hat also einen Sinn für Ironie. 3 Generationen von Emmerich-Männern. Die Arbeit mit Atomwaffen muss uns im Blut liegen.
Hat er in der englischen Synchro dort geweint und geschluckt? Ich dachte, die Wissenschaft könnte der Menschheit helfen. Stattdessen wurde ich missbraucht. Wissenschaft im Dienste der Menschheit, das gibt's wohl nur in Hollywood. Schluss mit den Tränen. Okay. Nehmen Sie sich zusammen. Wo ist Metal Gear? Wo auf diesem Gelände wird es gelagert? Rex ist in der unterirdischen Wartungsbasis. Wo ist das? Nördlich vom Sendeturm. Aber das ist eine lange Strecke. Ist das Sprengcode-Deaktivierungssystem für Notfälle auch dort? Ja, im Kommandoraum der Stützpunktanlage. Beeilen Sie sich! Wenn Sie die Zündung von Anfang an planten, dann ist das Raketenprogramm sicher beendet. Sie haben mich seit ein paar Stunden nicht mehr gerufen, also sind Sie bestimmt zum Abschuss bereit. Merrill hat die Schlüssel für die Codesperre. Wir melden uns bei ihr. Wenn Deaktivieren nicht möglich ist, müssen wir Rex zerstören. Jetzt kommt noch eine gute Zwischensequenz. Ich zeige Ihnen den Weg. Das ist eine Menge auf einmal, ich weiß. Sie halten mich nur auf. Sie brauchen mich, wenn Sie Rex zerstören wollen. Ich brauche Sie nicht. Ich brauche nur Ihr Wissen. Ich habe Rex entwickelt. Und es ist mein Recht und meine Pflicht, ihn zu zerstören. Versuchen Sie zu entkommen. Ich melde mich über Codec, wenn alles klar ist. Wie soll ich von einer Insel entkommen? Okay. Was soll ich tun? Verstecken Sie sich und geben Sie mir Informationen. Sie kennen sich doch hier gut aus. Aber sicher. Keine Sorge, ich hab das hier. Die gleiche Stealth-Technologie, die der Ninja verwendet. Foxhound wollte sie verwenden, obwohl... Damit bin ich trotz Fuß und allem sicher. Gut, ich will, dass Merrill sich auch um sie kümmert. Merrill, der Ingenieur ist okay. Zum Glück. Kümmern Sie sich um ihn. Wo sind Sie jetzt? In der Nähe. Dort ist sie! Da drüben! Oh Mist, sie haben mich! Mach doch mal den Sprite. Merrill, was ist los? Da ist was passiert. Haben Sie was gehört? War da nicht sowas wie Musik? Wie sah sie aus? Sie trug denselben grünen Kampfanzug wie die Terroristen. Das ist doch noch so viel heilige Kacke. Eine Tarnung. Sie hat so einen hübschen Gang, wie sie ihren Hintern schwingt, also... Sie haben sie genau gesehen. Ach, sie hat einen entzückenden Hintern. Wie sie geht, hm? Ich hasse ihn so sehr. Wenn sie als Feind verkleidet ist, müssen wir uns melden, wenn sie alleine ist. Es gibt nur einen Ort, wo wir dessen sicher sein können. Wo ist das? Seien Sie doch nicht so blöd. Hier, die Sicherheitskarte. Sicherheitsstufe 4. Danke, Imantrix. Sie haben keine Schmerzen. Hä? Sind Sie okay? Keine Probleme? Was gibt's? Was soll die neue Freundlichkeit? Oh nichts, ich bin froh, dass Sie okay sind. Sie sind seltsam. Ich bin etwas nervös. Jeder, den ich rette, stirbt mir plötzlich weg. Ein Pechvogel. Vergessen Sie es, Doktor. Nennen Sie mich Otakon. Otakon. Otaku-Konvention. Otaku ist einer, der wie ich Japan-Animationen mag. Die Japaner waren die ersten, die mit Erfolg zweibeinige Roboter herstellten. Führen nach wie vor im Gebiet der Roboter. Und Japan-Animation hat dabei eine Rolle gespielt. In der Tat. Ich wurde nicht Wissenschaftler, um Atomwaffen herzustellen. Das sagen alle Wissenschaftler. Im Remake? Wissenschaftler, um Roboter wie in japanischen Zeichentrickfilmen zu entwickeln. Ehrlich. Ich will gerade Pet Labor gucken. Kindische Ausrede. Im Remake haben sie übrigens Zone of the Enders-Footage verwendet. Da haben sie recht. Was ganz sie nett ist. Die Verantwortung. Die Wissenschaft hat stets vom Krieg... Auch wenn es nie auf dem Gamecube erschienen ist. Die größten Massenvernichtungswaffen stammen meist von Wissenschaftlern, die berühmt sein wollten. Aber das ist vorbei. Ich will nichts mehr mit Mord zu tun haben. Naja, was ich von Ihnen will, ist Information. Sicher. Ich weiß alles über die ganze Basis. Fragen Sie mich, was Sie wollen über Rex und diesen Ort. Außerdem komme ich mit dem Stealth-Anzug ungesehen ins Waffenlager und die Messe. Sagen Sie mir nur Bescheid, wenn Sie Munition oder Rationen brauchen.
Übrigens nicht einmal passiert das im Spiel. 141, 12. 12, okay. Bis später. Wir müssen ihn sofort anrufen, weil wenn man das nicht macht, dann kannst du dich nachher dumm und dämlich ärgern und jede einzelne Nummer ausprobieren. So, erstmal an den Nägeln geknabbert und mehr HP. So, es gibt eine ganze Menge, die ich jetzt sagen möchte. Eine ganze Menge. Ist in die andere Richtung schneller gegangen? Wahrscheinlich. Nein, nur minimal. Sie haben Meryl noch nicht gefunden? Nein, ich wollte dich nur anrufen, um die Erinnerung zu haben. Also erstmal Otterkons-Sprecher, super. hier im Raum haben wir einige coole Poster. Einige Referenzen, die keiner verstanden hat. Bis viele, viele Jahre später. Ich finde, er hat seine Aufgabe ziemlich gut gemacht. Er hat das Traurige hingekriegt, er hat das Nervöse sehr gut hingekriegt. Ich mag das Overacting von ihm. Ich mag den Sprecher allgemein. Hier ist eine PlayStation 1. Im GameCube-Remake ist hier ein GameCube. Und auf dem Bildschirm siehst du auch das GameCube-Menü. Und du hast, glaube ich, hier hast du ein paar Figuren von Mario, Yoshi und ich weiß nicht, ob noch irgendjemand anders da stehen. Auf die kannst du schießen, die machen dann Geräusche. Predated Amiibos um einige Jahrzehnte. So, eine Sache wollte ich jetzt mal ganz kurz noch suchen. Warte mal. Ach, scheiße, jetzt habe ich es. Doch. Okay, ich habe seinen Namen wieder. Er hatte selbst auf seinem eigenen YouTube-Kanal so ein paar Ausschnitte gepostet, wie er redet. Ihr werdet das gleich nur hören können, nicht sehen, aber ich versuch's mal zu finden, was ich meine. Weil der Mann weiß, wie man schreit. Er hat in vielen Filmen Nazi-Soldaten gespielt, was ja eigentlich so immer der Go-To-Job ist für Deutsche, die im Ausland leben. Ich muss nur gerade herausfinden, welcher Clip das war. Ansonsten ist es, glaube ich, der hier. Und bereitet euch darauf vor, gewowt zu werden, wie der Mann schreien kann. Und wie undeutlich er dabei schreit. Verlauft euch auseinander! Ihr sollt sofort auseinander gehen! Scheiße! Auseinander, hab ich gesagt! Sofort auseinander! Nochmal, bisschen lauter. Verlauft euch auseinander! Ihr sollt sofort auseinander gehen! Scheiße! Perfekt. Also ich mag seine Schreistimme sehr. Er war, wie hieß das Spiel? Raid World War II von den Payday-Machern oder so. Mit diesen Real-Life-Zwischensequenzen da. Ich hab's nie gespielt, sag ich dazu. Aber ich glaube, da tauchte er auch auf. Aber ich weiß nicht, ob er irgendwas gesagt hat. Ich glaube nämlich nicht von dem, was ich auf YouTube gesehen habe. Aber er war drin. Also hey, er ist Videospielen irgendwie erhalten geblieben. Und ich würde so gerne ein Interview mit ihm führen. Einfach nur über dieses Spiel und seine Arbeit. Und das tatsächlich, auch wenn es lustig ist, bisschen ehren. Ich bin zu nervös, um Leute anzuschreiben, um nach einem Interview zu fragen. Es kam währenddessen sehr viel Mac-Footage. Also ein bisschen Mac-Footage. Jetzt ist gerade ein Talk darüber im Chat entstanden. Bin ich sehr froh drüber. Finde ich cool. Und weil John Lee vorhin gefragt hat, als er hier in den Chat kam, ob's mir okay geht, jein, ich habe jetzt bewusst ein Spiel gewählt, bei dem ich inzwischen Sequenzen sehr lange die Knappe halten kann und viel trinken kann. Und ich bin immer noch sick und es ist jedes Mal was anderes und ich bin sehr genervt von meinem aktuellen gesundheitlichen Status, aber irgendwas muss ich ja machen. Für mehr Informationen darüber gab es tatsächlich einen Patreon-Post. Ich glaube, der war für alle zu. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls gab es da mal was. Aber ich wollte einfach endlich mal wieder irgendwas raushauen, nachdem ich jetzt auch seit Tagen an einem Video arbeite und sehr, sehr langsam vorangeht, leider nur. Frustrierend langsam. Jedenfalls weiter geht's. Der Typ ist jetzt tot. Vielen Dank an die gute Besserung. Ich wollte das hier gar nicht breit besprechen oder so, aber irgendwann wollte ich es auch erwähnt haben, weil vor allem auch Fragen kamen nach bestimmten Videos. Und ich kann verstehen, dass diese Fragen kommen. Aber ich kann gerade aktuell gar nichts machen.
Das ist so mein Problem. Oder nur sehr, sehr langsam. Hat alles was mit Sprechen und Einsprechen zu tun, wobei heute geht's tatsächlich. Ich kann schon gar nicht erwarten, dass ich danach wieder 3 Tage heiser bin oder so, weil das aus irgendwelchen Gründen auch sehr schnell gerade passiert. 6. Füttere eine KI mit deinen alten Videos und lass sie für dich labern. Weißt du, das ist ein guter Joke, aber ich denke jetzt eigentlich seit wirklich Jahren, nachdem ich herausgefunden habe, man kann seine eigene Sprachsynthese machen, wie bei die Alexa oder sowas, denke ich über genau so einen Scheiß nach, wie viel Arbeit mir das abnehmen würde. Text schreiben und tada, ich habe ein Voice-Over. Ich denke, das wäre sogar noch brauchbar und würde verstehen, wie ich Dinge betonen möchte und vor allem, wie ich Jokes betonen möchte. Boah, wäre das eine Technik. Der einzig gute Nutzen dafür, wenn ich es selbst nutzen kann. So, hier kommt der Part jetzt. Wir müssen anhand der Arschbewegung herausfinden, wer Meryl ist. Ich glaube, das ist Meryl. Hauen wir sie mal ganz kurz an, um zu fragen, wie es ihr so geht. Hey, Meryl. Keine Bewegung. Hey, ich war schnell genug. Es ist das zweite Mal, dass es mir gelingt, den legendären Solid Snake zu stellen. Sie sind Meryl. Sie könnten sich unmöglich lange als Mann ausgeben. Was soll das heißen? Hey, Männer sind hier nicht erlaubt. Ich wusste nicht, dass Sie so feminin sind. Das ist wohl nicht der Zeitpunkt, mich anzumachen. Überhaupt, es ist umsonst. Bei meinem Eintritt wurde mein Interesse an Männern durch Psychotherapie zerstört. Derselbe kluge Mund. Sie sind Meryl, kein Zweifel. Verletzt? Noch nicht. War ja als Genomsoldat verkleidet. Warum nicht mehr? Sie hätten es einfacher als einer von denen verkleidet. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu verstellen. Um ehrlich zu sein, die Uniform roch nach Blut. Was bedeutet das Zeichen? Hä? Dieses? Nicht echt, nur aufgemalt. Ich war schon immer ein Foxhound-Fan. Mit Leuten wie Ihnen und meinem Onkel dabei. Damals gab es noch keine Gentherapie. Ihr wart echte Helden. Im Krieg gibt es keine Helden. All die Helden, die ich kannte, sind entweder tot oder im Knast. Sie sind doch ein Hellsnake, oder nicht? Ich erledige bloß meine Arbeit. Töten. Für einen Söldner gibt es weder Sieg noch Niederlage. Das ist so fucking Krieg edgy. Gewinnt nur das Volk. Richtig. Und Sie kämpfen ja fürs Volk. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich habe keine Vision und keine Ziele. Ach, kommen Sie. Nur wenn ich im Kampf dem Tod entkomme, dann fühle ich mich richtig lebendig. Sie fühlen sich lebendig, wenn andere sterben, hm? Sie lieben den Krieg und wollen nicht, dass er je endet. War das schon immer bei großen Soldaten so? Wieso haben Sie mich nicht kontaktiert? Mein Codec war kaputt. Wirklich? Reicht Ihnen nicht, dass wir uns so getroffen haben? Egal, wie haben Sie mich denn erkannt? Eine Dame vergesse ich nie. Ich wusste es, Sie haben was für mich übrig. So platziert die BAA auch immer in der Spiele. Ich habe was für Ihren Hintern übrig. Hintern? So, erst die Augen, dann der Hintern. Und als nächstes? Auf dem Schlachtfeld fragt man nie, was kommt als nächstes. Halt die Klappe, Snake! Also Snake, wie laufen die Verhandlungen? Kein Fortschritt. Dann hängt alles an Ihnen, hm? Jemand muss den Abschuss einer Atomrakete verhindern. 2 Möglichkeiten. Wir zerstören Metal Gear, oder... Wir deaktivieren den Sprengcode. Haben Sie die Schlüssel von Baker? Die Schlüssel. Diesen hier? Wo sind die anderen? Es sollten 3 sein. Ich habe nur den. Wo sind die beiden anderen?
Keine Ahnung. Aber wenn wir sie nicht finden, bleibt uns nur die Zerstörung von Metal Gear. Metal Gear ist in einer unterirdischen Wartungsbasis im Norden. Nehmen Sie mich mit, ich kenne die Basis besser als Sie. Sie behindern mich nur. Sie haben nicht genug Kampferfahrung. Ich behindere Sie nicht, das verspreche ich. Und wenn doch? Dann können Sie mich erschießen. Ich verschwende keine Kugeln. Okay. Hast du dich? Ich bin vorsichtig. Ach, guck mal, Spiegel. Wissen Sie, ich bin nicht wie andere Frauen. Ich schaue mich kaum im Spiegel an. Ich mochte solche Frauen noch nie. Ich wollte schon als Kind Soldatin werden. Aber ich hatte mich geirrt. Es war kein richtiger Traum. Mein Vater. Er fiel im Kampf, als ich noch jung war. Sie wollten also dem Vorbild Ihres Vaters folgen? Eigentlich nicht. Ich dachte, als Soldatin könnte ich ihn besser verstehen. Sind Sie schon eine Soldatin? Ich dachte schon, bis heute. Aber jetzt verstehe ich die Wahrheit. Ich hatte Angst, mich selber anzusehen. Angst davor, über mein Leben selber zu entscheiden. Ich werde mich nicht mehr selber belügen. Es wird Zeit, dass ich mich selber unter die Lupe nehme. Ich will wissen, wer ich bin und was ich kann. Ich will wissen, warum ich bis heute so gelebt habe. Ich muss es einfach wissen. Sehen Sie sich gut an. Das ist für eine Weile Ihre letzte Chance. Und waschen Sie sich Ihr Gesicht. Ja. Das ist keine Trainingsübung. Unser Leben steht auf dem Spiel. Es gibt keine Helden und Heldinnen. Wer verliert, wird Würmerfraß. Ja. Funktioniert die Famas? Ich habe keine Munition mehr. Wo haben Sie die Desert Eagle her? Fand sie im Waffenlager. Eine 50er Action Express. Da war auch eine Sokom-Pistole, aber ich wählte diese. Und ich krieg, was übrig bleibt. Ist das nicht ein bisschen groß für ein Mädchen? Ich kann damit umgehen. Nehmen Sie meine 45er. Hören Sie, ich habe so eine Pistole schon mit 8 Jahren gehabt. Ich bin damit vertrauter als mit einem BH. Wenn wir nach Norden wollen, müssen wir durch das Zimmer des Commanders auf diesem Flur. Der Landweg ist durch Gletscher blockiert. Die Tür hat Sicherheitsstufe 5. Diese Karte öffnet sie. Sie befand sich in der Tasche der Uniform, die ich anhatte. Sieht so aus, als hätte der Soldat was Wichtiges bewachen müssen. Okay, gehen wir. Ich kenne mich hier besser aus als Sie. Ich gehe vor. Folgen Sie mir. Das war wirklich der Halo-Nachladesound. Was Alucard Dexter gerade meinte. Ja, diese Spiegel sind einfach nur damit gemacht worden, dass es auf der anderen Seite ist halt noch ein Raum, der genau das hier nochmal darstellt. Aber schon erstaunlich ist, dass er tatsächlich all das hier mit berücksichtigt, mit deinen Animationen für die Zeit. Vor allem, weil die, ich beende den Satz nicht. Weil die im Männerklo sind alle kaputt und du denkst, ja, weil in Videospielen sind die immer kaputt. Und hier haben sie, hier funktionieren sie aber. Ist auch die. Ah, okay, das kannst du gar nicht prüfen. Hier ist keine Wache. Was ist das für eine Musik? Ich halte Ausschau. Seien Sie bereit, okay? Kann man wieder rein? Nope. So, besetzt. Hier, oh, das war nicht, was ich drücken wollte. Hier geht's weiter mit diesem lustigen Ding. Was ist los? Warum? Los, Snake! Sie wird immer ein Stückchen röter, falls euch das auffällt. Starren Sie mich nicht so an. Was machen Sie? Wir müssen uns beeilen. Sie lässt nicht alles zu, wenn du irgendwie denkst, haha, guck mal, was ich kann. Haha, ich bin cool, ich bin toll. Ich bin Solid Snake, der Mann, der alles kann. Was machen Sie denn? Ich finde das fair. Ich guck mal kurz auf dem Klo, ob da noch Rationen rumliegen. Snake, was machen Sie? Wir müssen zum Zimmer des Commanders. Oh fuck.
dass wir nicht trinken muss. Guck mir mal kurz hier, ob ich hier noch irgendwo Ration finde, weil ich habe gerade nur eine. Ah. Ja, es ist ganz gut, dass wir schon mal hier hingehen. Muss ich später hier nicht nachgucken. Oh, eine Sache hätte ich überprüfen müssen. Ah, vielleicht. Nee, ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch machen kann. Vielleicht denke ich, wenn wir die nächste Session machen dran, aber man kann sich in diesem Spiel erkälten, wenn man zu lang draußen unterwegs ist und dann hat man Schnupfen. Ich weiß nicht, ob die deutsche Version einen Snake hat, der sich die Nase zuhält. Da bin ich mir nicht sicher. Wäre gut, wenn das so wäre. Hey, Meryl. Na? Geht ab. Was ist los? Für Bock? Rocken wir jetzt. Jetzt kommt der Fan-Favorite-Boss. Knast kannst du dich eh noch erkennen. Im Knast, wenn du einfach zu lang drin bist, oder? So ohne Oberteil oder was? Was ist los? Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake! Ich mag das Sounddesign hier sehr, sehr gerne. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Die Deutsche, die weiß schon, was sie tut. So halbwegs. Es könnte schlimmer sein. Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Alles klar, dann gehen wir mal in den Raum rein, oder? Ich denke, das kriegen wir hin. Nur deswegen habe ich Dosen hier. Der einzige Grund, warum man aus Dosen trinkt. Ja, ich bin der echte Psycho-Mantis, Leute. Und sofort der Bane-Witz. dämlich. Wenn er fürs Person geht, und übrigens ihre Sicht. Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, warum. Ich weiß, dass sie besessen ist und das, aber was hat das mit ich sehe es aus ihrer Sicht zu tun? Im Gamecube-Teil guckt sie übrigens nicht auf dein Gesicht, sie guckt die ganze Zeit auf deinen Schritt. Und ich weiß nicht, ob das ein Witz sein soll, oder ob die einfach nur den Centerpunkt im Center vom Character Model gepackt haben und nicht auf den Kopf. In Richtung des Büros? Sieht man da? Der Nullpunkt ist stored in the balls, ist leider sehr lustig. Die Musik ist fantastisch und ich hatte mir letztens alles nochmal angeguckt von Twin Snakes. Ich erwähne es die ganze Zeit, das ist das Remake für den Gamecube, was es auf die Engine von Teil 2 gebracht hat, aber auch eine Menge Sachen gemacht hat, die nicht so toll sind, aber ich war so enttäuscht damals, wie sie die Bossmusik ausgetauscht haben gegen andere Themes, die nicht so cool klangen. Ich habe erst letztens heraus oder überhaupt mitbekommen, das Boss-Theme von Psycho Mantis auf dem Gamecube ist ein Remix von dieser Musik. Und das ist so cool. Aber gut, gehen wir rein. Übrigens ein sehr hübscher Raum wegen der Reflexionen am Boden. Kann ich gerade hier First Person sehen, aber eine Technik, die ich einfach viel zu sehr liebe. Snake.
Snake, ne? Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Was ist denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Snake, ich will dich. Wer ist das? Magst du keine Mädchen? Moment. Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Sich selbst? Psycho Mantis, er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Muss er leider enttäuschen, ich habe leider keine coolen Spielstände, wo er was kommentieren könnte. Wow, hält sie viel aus. Kannst hier dran übrigens Game Over gehen, wenn du sie zuvor zu oft geschlagen hast. Optische Tarnung, hä? Huh? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psycho Mantis. Stefan Boje. Richtig, das ist kein Trick. Es ist Macht. Nutzlos, ich sagte es schon. Ich kann deine Gedanken lesen. Lass mich deine Gedanken lesen. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du gehst methodisch vor. So ein Typ, der immer erst die Reifen checkt, bevor er losfährt. Beschreib mich. Du bist ein gut trainierter Kämpfer, gut geeignet für diese Mission. Du bist mit Fallen äußerst vorsichtig. Entweder sehr vorsichtig oder ein Feigling. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe geben. Ist meine Memory Card. Keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Mag den deutschen Sprecher so sehr. Macht. Lege den Controller auf den Boden. Okay. So flach wie möglich. Alles klar. Gut so. Ich werde den Controller mit meiner Willenskraft bewegen. Was sagst du nun? Spürst du jetzt meine Macht? Die Vorführung ist vorbei. Gute Pose. So. Jedenfalls, okay, für Leute, die das Spiel nicht kennen, er überprüft, wie oft du gestorben bist, er überprüft, wie oft du in Fallen reingeraten bist. Als Fallen zählt aber nur die Falltüren, die in einem einzigen Raum sind und wie oft du gespeichert hast. Außerdem, das mit der Memory Card ist ein Kommentar darüber, ob du andere Konami-Spiele installiert hast. Aber soweit ich weiß, sind es nur 3 oder 4 Spiele, die er lesen kann. Und ich habe nie ein einziges davon selbst besessen. Castlevania, Symphony of the Night ist dabei, und ich glaube irgendwie 2 Rollenspiele und noch irgendein weiteres. Und das letzte, was er gemacht hat, ist einfach dein Controller Rumble ausnutzen oder so. Leute, die diesen Boss aber auch kennen, kennen auch das Gimmick von diesem Boss und finden es wahrscheinlich sehr, sehr clever. Leider ist es gar nicht so clever, wie man es in Erinnerung hat. Ich weiß aber, dass man ihn ohne besiegen kann.
Aber ich weiß auch, dass man ihn ohne besiegen kann, wenn zum Beispiel dein Zelda-Slot in der deiner Konsole kaputt wäre vom Controller. Deswegen, ich zeig dir jetzt erstmal, wie man gegen ihn kämpft. Und dann machen wir was Ulkiges. Denken uns schon irgendwas aus. Da ist er. Vielleicht eine andere Waffe, vielleicht Granaten. Granaten helfen nicht. Wir müssen irgendwas anderes versuchen. Vielleicht der Waffe. Auch nichts. Das ist irgendwie blöd. Vielleicht weiß jemand, den wir kennen, Bescheid. Das ist Psycho Mantis. Früherer KGB-Psi-Mann mit starken telepathischen Kräften. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sucht er einen Job in Amerika. Er arbeitete an einigen Fällen mit dem FBI als Psychoberater. Aber vor 5 Jahren arbeitete er am Fall eines Serienkillers und geriet so tief in seine Psyche. Dadurch wurde er genau wie der Killer selbst. Er wurde also von den Gedanken des Killers infiziert? Das ist so eine schlechte Backstory. Er war eine Art Psychospion und arbeitete für den Meistbietenden. Er reiste viel herum. Dann wurde er von Foxhound rekrutiert. Er liest ihre Gedanken. Er kennt jeden ihrer Schritte im Voraus. Was soll ich tun? Ich habe gegen ihn keine Chance. Es muss etwas geben. Ihr versteht es, Leute zu lenken. Snake, lassen Sie sich nicht manipulieren. So, Jakku Prof Schild, keine Sorge, ich weiß, was ich machen muss. Ich will das nur demonstrieren hier. Und auch, wir wollen deutsche Dialoge hören, davon so viele, wie es geht. Nicht alles, was Ihre Augen sehen, ist real. Es ist wichtiger, seinen Geist zu zerstören als seinen Körper. Stören Sie ihn. Denken Sie an nichts. Sehen Sie in die Luft, okay? In die Luft. Ich weiß nicht, was dieser Tipp heißt. Ich glaube, es heißt einfach, dass ich die First Person nicht nutzen soll. Aber irgendwie, ich kriege ihn nicht. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich? Wir versuchen mal einen weiteren Tipp. Er konnte ihre Gedanken lesen. Sie müssen ein Mittel gegen ihn finden. Fangen wir hier an anders. Meryl. Keine Ahnung, was die gerade so treibt. Aber vielleicht weiß Natascha, weiß vielleicht mehr. Ein Psychosoldat. Ja, die geben es zwar nicht zu, aber viele Länder haben Geheimprogramme und benutzen Psi-Begabte für Spezialeinsätze. Manche Psi-Begabte können Löffel verbiegen, andere Naturkatastrophen verursachen. Mantis gilt als einer der stärksten. Seien Sie vorsichtig. Frag mich, wen Sie meinen mit dem Löffel verbiegen. Mantis gilt als einer der stärksten. Seien Sie vorsichtig. Danke. Otakon, Otaku-Konvention, dann sag mal Bescheid. Nicht verlieren, Snake! Nicht verlieren, Snake! Alles klar. Nein, ich will die nochmal. Nicht verlieren, Snake! Okay, dann vielleicht weiß McDonald Miller mehr. Es stimmt. Ihr Feind ist ein mächtiger Telepath. Aber Sie haben mehr Kampferfahrung. Sie schaffen es, Snake. Mit seinen Psychokräften liest er die Aktionen Ihres Controllers. So weicht er den Angriffen aus. Tun Sie etwas, was Ihnen daran hindert, Ihren Controller zu lesen. Denken Sie nach. Es muss gehen. Ja, das ist so der erste Hinweis, der vielleicht in die richtige Richtung geht, aber niemand würde darauf jemals kommen. Hier musst du die PC-Version kurz loben. In der PC-Version kannst du zur Tastatur wechseln. Und das ist so viel sinnvoll, das ergibt so viel mehr Sinn in dieser doofen Logik. Ich hab
Sie den Controller-Anschluss. Stecken Sie Ihren Controller in Steckplatz 2. Dann kann er Ihre Gedanken nicht mehr lesen. Was ist, wenn ich das nicht machen kann? Ich hab's. Benutzen Sie den Controller-Anschluss. Stecken Sie Ihren Controller in Steckplatz 2. Dann kann er Ihre... Ja, aber... Ich hab's. Okay. Aber ich kann das machen. Hallo, ich spiele übrigens im Emulator, aber ich könnte das machen. Aber ich mache das jetzt nicht. Weil es tatsächlich auch einen anderen Weg gibt. Man kann ja aber auch so Schaden machen. Und das ist jetzt die Sache. Es könnte verschwommen sein. Ich bin mir so sicher, dass als wir das erste Mal gespielt haben, mein Bruder nach vielen Fehlversuchen ihn ganz normal mit Beschießen besiegt hat. Weil gelegentlich geht ein Schuss durch. Und wenn du seine Muster lernst, dann geht das. Ich habe letztens mit irgendwie Twin Snakes nochmal geguckt, ob es da irgendwie was gab, weil ich mir die ganzen Twin Snakes Sachen angeguckt habe. Aber niemand redet darüber, dass es möglich ist. Alle reden nur über die Alternativ-Sache. Deswegen sterben wir jetzt einfach mal. Oder warte, ich ruf nochmal Canberra. Ich hab's. Stuhl ausweichen. Aua, noch ein Stuhl. Statue. Autsch. Nicht, dass Snake hier stirbt. In den Pokal gelaufen. Was für ein Ende. Was ist passiert? Snake! Snake! Oh, da hat man aber gehört, wie gekünstelt das Schreien war. Ja, Silex, aber ich glaube, die kommt erst jetzt. Du hast den Preis gewonnen. Oh, das... Damit du nachrüsten kannst, oder was? Ich dachte, das setzt sich immer wieder sofort im Bosskampf aus. Ah, jetzt dürfen wir eine ganze Menge überspringen. Der Commander wartet. Er wurde gestuhlt. Was? Skippen? Ja. Jetzt ein bisschen Distanz aufbauen. Ja. War so ausgewichen. Scheiße! Oder nein? Blackout! So. Nick, wenn Sie Steckplatz 2 nicht benutzen, naja, egal. Sehen Sie so etwas wie Statuen auf beiden Seiten des Raums? Ja, Sie meinen die Dinger mit den in Leder gehüllten Gesichtern. Ja, greifen Sie sie an und enthüllen Sie sie. Wow. Diese Statuen zeigen Mantis echtes Gesicht. Mantis? Mantis hasst den Anblick seines Gesichts. Wenn ihn plötzlich sein entstelltes Gesicht anstarrt, stört das vielleicht seine Konzentration. Snake, wenn Sie die Gesichter der Statuen vernichten, sollten Mantis Psychokräfte gestört werden. Mantis? Das ist übrigens hier die Judy Moss aus Half-Life 2, die auch nur so redet. Oh. Also, weil ich weiß, gehen die erst kaputt, wenn du das Gespräch hattest.
So, und jetzt können wir gegen ihn kämpfen. Werde ich spielen, bis Disc 2 das wahrscheinlich nicht. Ich habe eine Uhrzeit im Kopf. Und die ist eigentlich auch bald erreicht. Ich frage mich, welche das sein könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir genau dann ausmachen, auf dem Cliffhanger oder das aufs nächste Mal verschieben. Ich glaube aber schon. Au. Das Problem am Spiel ist, du kannst dich einfach bei so vielen Bossen einfach durchtanken. Kannst versuchen, deren Muster zu lernen und sowas. Aber du kannst dich auch einfach durchtanken. Weshalb? Kein Deagle Ace. Puh, Glück gehabt. Du bist stark, aber ich kenne deine schwache Stelle. Meryl, bleiben Sie genau dort stehen, wo er Sie sehen kann, und erschießen Sie sich. Meryl. Meryl. Ich kann den Schulterwurf nicht machen, weil ich die Waffe in der Hand habe. Aber guter Punkt, ich vergesse immer, dass es den gibt. Au. Ui. Ich vermisse die MP5 aus der PC-Version. Weshalb? Das ist eine gute Übersetzung von Why. Infrarot hilft, aber Infrarot habe ich nicht, weil ich die erste Socom nicht mitgenommen hatte. Ich habe nur das Nachtsichtgerät, falls ihr heute noch schlafen wollt. Vielen Dank. Hat wahrscheinlich euren kompletten Raum gerade erhellt. Es tut mir leid. Naja, wir nehmen doch das Damus. Ah, nee. Das kriegen wir hin, das dauert noch ein bisschen. Echt? Komm, das rambolen wir irgendwie noch aus. Hm.
Au! Waffe. Boom. Wenn das Spiel schon Ragdolls gehabt hätte, hätten sie die jetzt eingesetzt. Boxen kannst du ihn auch. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt, aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Sie ist jetzt zickisch. Zickisch? Zickig, wenn es um sie, wenn es um ihn geht. Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Klappe. Vielleicht, aber ich sehe deine Zukunft. Um zu Metal Gear im unterirdischen Hangar zu kommen, musst du durch die Geheimtür, die dort hinter dem Bücherregal versteckt ist. Der Landweg ist durch gefrorene Gletscher blockiert. Du musst zum Sendeturm gehen. Von dort folge dem Fußweg am Turm. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft. Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der Erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht. Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake.
Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Ja, mein Control. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich nicht schlecht an. Übrigens der erste Bosskampf, der stirbt. Kommen Sie, Meryl. Tut mir leid. Meryl. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Mantis. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Halt! Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. Also ja. Mein Snake ist jetzt auch nur so edgy, damit er daraus lernen kann und so, aber meine Güte. Meine Güte. Das Spiel wirkte... Das liegt nicht an der deutschen Synchronisation, das ist in jeder Sprache so. Wie wirkte doch subtiler, als man irgendwie noch 10 war. Bam, bam, bam. Jetzt ja eigentlich... Nee, man hat keine neue Karte bekommen. War kein Grund für, aber... Baum. Sie Wölfe? Wolfshunde. Halb Wolf, halb Husky. Woher wissen Sie das alles? Ich fahre Hundeschlitten. Ich gehe voraus, Snake. Folgen Sie mir. Ich dachte, da gibt es eine Reaktion noch drauf auf diese Aussage. Was aber Baum am Baunet gerade gesagt hat. Damals war aber selbst noch edgy, das fiel nicht auf. Ja. Ja. Ich hatte vor ein paar Jahren nochmal The World Ends With You erneut gespielt. Die ersten Dialoge im Spiel sind ja unglaublich. Danke, Meryl. Very cool, Meryl. Cool gemacht, Meryl. Super gemacht, Meryl.
I like it. Cool von dir. So, wir müssen den anderen Weg nehmen. Stun Grenade. Ja. Und Nachtsichtgerät. Dunkel hier. Noch nicht dunkel hier. Snake ist Dummy-Fick, der kommt da nicht durch. Seine Ass-Sheeks wachen Gegner auf und allgemein kann er sich nicht so gut bewegen, wie er will. An Experten in diesem Spiel. Irgendwann mal gehört, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Wenn man in einer Box ist, kann man von den Hunden angepinkelt werden. Oder mögen sie dich? Ist das eine Sache? Wo? Ist korrekt? Wie? Ist es auch schon in diesem Spiel korrekt? Ich muss sie wahrscheinlich jetzt erstmal... Sorry, guckt im Nachhinein mal kurz nicht hin. Es gab kurz Hundegewalt. Versuch's uns zu unterlassen. Oh. Ach, du musst das bei Meryl machen. Okay. Oh no. Noch da lang. Nicht hier. Sondern hier. Okay. Top-Down-Spieler und so. Meryl musste ich anpinkeln. Ja, ich glaube, das war's. Ja, du musst aber später nochmal zurück. Spoiler. Was ist Snake? Sie können doch mit Hunden umgehen. Oh, no! No, das wussten sie denn! Das wusste ich nicht! Okay. Sie ist voller Überraschung. Twin Snakes kannst du die Wölfe wenigstens betäuben. Leute, seid ihr euch sicher? Okay. Was für ein absurdes Easter Egg. Mit einer eigenen Zwischensequenz. Was machen Sie denn? Mit einer eigenen Zwischensequenz. Ich lerne scheinbar auch nicht aus. Wir probieren es später nochmal oder beim nächsten Stream oder so. Schneit es ja eigentlich drin. Okay, aber. Ah. An sowas wird gedacht.
Wie kommt Schnee in eine Höhle rein? Egal wie kalt es ist, hier ist kein Schnee, weil da ein Loch in der Decke ist. Und deshalb ist hier kein Schnee mehr. Ich mag das PlayStation 1 Zeitalter. Nur weil die Spiele irgendwie halt deutlich schwächer aussehen, wurde sich nicht trotzdem viel weniger Gedanken gemacht. Snake, gehen wir! Bin ich auch dafür. Lass mich nochmal kurz das in die Hand nehmen. Dann, achso, warte, die Karte in die Hand. Jetzt kommt ihr großer Auftritt. Zeig Mary, was sie drauf hat. Überall Minen. Ich gehe voraus. Bleiben Sie zurück, okay? Der Radar funktioniert nicht. Wir können sie so nicht entdecken. Ich erledige das. Delia muss. Das haben wir gerade gemacht. Du warst, glaube ich, für 3 Minuten nicht am Computer. Okay. Rick freut sich schon im Shit. Was denken Sie? Ziemlich gut, ha? Woher wussten Sie, wo die Minen sind? Es klingt seltsam, aber als Mantis in meine Gedanken eindrang, konnte ich... Ich mag, dass Sie gerade rufen, weil Sie ein bisschen weiter weg sind. Naja, ein bisschen. Nur ein bisschen. Okay. Meryl! Was ist los? Meryl, runter! Ah! Meryl! Schnabel. Meryl, die wollen mich. Das weiß ich auch. Nicht hier. Das ist der älteste Trick der Welt. Der Scharfschütze verwendet mich als Köder. Verdammt. Erschießen Sie mich. Nein. Meine Pistole, ich komme nicht dran. Nicht bewegen. Ich hab's versprochen. Ich werde sie nicht behindern. Ich kann noch helfen. Ich will ihnen helfen. Ruhig jetzt. Sparen Sie Ihre Kraft. Zu dumm von mir. Ich wollte Soldatin sein. Aber Krieg ist hässlich. Da ist nichts Heldenhaftes dran. Snake, bitte retten Sie sich. Leben Sie und glauben Sie an die Menschen. Vergessen Sie mich nicht. Gehen Sie schon. Meryl! Mist! Snake, es ist eine Falle. Typischer Scharfschützentrick. Der Scharfschütze wartet, bis Sie ihr helfen, dann erledigt er Sie. Tun Sie es nicht. Es muss Sniper Wolf sein. Foxhounds bester Killer. Scharfschützen arbeiten gewöhnlich zu zweit. Aber sie nicht. Ich kenne sie. Sie kann Stunden, Tage oder Wochen warten. Es ist ihr egal. Sie beobachtet und wartet auf ihre Chance. Vielleicht. Aber Meryl kann nicht so lange warten. Snake, können Sie Wolf von Ihrer Position aus sehen? Zwischen hier und dem Turm gibt es kein Versteck. Sie muss im zweiten Stock im Turm sein. Wenn sie im Sendeturm ist, haben sie Probleme. Eine perfekte Scharfschützenposition.
Auf diese Distanz können Sie sie mit normalen Waffen nicht treffen. Sie brauchen ein Scharfschützengewehr. Colonel, keine Sorge. Ich werde Merrill retten, egal wie. Okay, danke. Was ist los, Naomi? Nichts. Ich wundere mich bloß, dass Sie willig sind, sich aufzuopfern. Sie haben die Gene eines Soldaten, nicht die eines Retters. Wollen Sie damit sagen, ich will nur meine eigene Haut retten? So weit gehe ich nicht, aber... Meine Gene interessieren mich nicht. Ich folge nur meinem Instinkt. Wie ein Tier. Ich werde Merrill retten. Ich brauche keinen Grund. Okay. Ich tue es nicht für jemand anderen. Ich rette sie, weil ich es will. Keine Sorge, Colonel. Danke, Snake. Verstehe schon. Tut mir leid. So, ich hatte eigentlich überlegt, dass ich hier den Stream beende für heute. Aber ich mache noch eine Sache, damit der nächste Stream... Und ich möchte das nochmal streamen. Ich möchte das in zwei Sitzen durchkriegen, nach Möglichkeit. Dass der nicht einfach mit unglaublich langweiligen Part beginnt. Also kürzen wir es ein bisschen ab. Ich wollte gerade Sekunden, weil das jemand gefragt hat. Du kannst sie sehen, ja. Da ist sie. Da habe ich, glaube ich, nie drauf geachtet. Aber ich mag, wie die Travel Time beachtet wurde. So, weil jetzt kommt der unbeliebteste Part des Spiels und ich kann den auch nicht schönreden. Wir müssen nämlich jetzt Otakan anrufen. Der sagt uns dann, das steht für Otaku-Konvention. Kommen Sie mal vorbei. Gucken wir Anime, Japan-Animationen. Otakan, hast du auf der Basis hier ein Scharfschützengewehr gesehen? Scharfschützengewehr? Merrill hat's erwischt. Das war ein echter Profi. Sniper. Dagegen brauche ich ein hochwertiges Scharfschützengewehr. Da war ein PSG-1 in der Waffenkammer im zweiten Untergeschoss des Panzerhangars. Im zweiten Untergeschoss im Panzerhangar? Ich muss ganz dahin zurück. Ja. Was ist los, Otakon? Nichts. Warum ist das so gut? Da Box A, die mir kaputt gemacht wurde. Hey. Ja. Die roten Augen sind auch weg. Ist es nicht toll, dass das jemand animiert hat? Ich hoffe, das ist geschmolzener Schnee. Oh nein! Ja, okay. Don't worry. Be happy. Hihi, Beppi. Also, ja, Box wusste ich nicht mal, sagst du. Ja, ich glaube, du warst. Ich weiß nicht, ob du da schon da warst. Kannst dich anpinkeln lassen. Von denen. Indem du Mary schlägst und sofort in die Box verschwindest. AKA, das ist etwas, was du nie herausfinden würdest. Mit ausprobieren. Das ist doch ein bisschen zu obskur. Hat eine eigene Zwischensequenz und alles. Kammerjäger, bis dann dann. Cool, dass du da warst. Oh. So cool, dass jemand da war. Ach komm schon. Ja, der hat mich dabei gesehen. Das wird's so gewesen sein. Warte mal, von der Karte weggehen. Dum.
Zurück in meine Stellung! Wir müssen noch ein Soundbite rauskitzeln. Kommt da jemand hier rüber? Wir hier mehr Glück. Hä? Ein Karton. Sofort melden gehen. Oh ne, ich glaube, das geht da gar nicht melden. Ich glaube, da hat was anderes vor. Die erste Demo, die von diesem Spiel erschienen ist, war damals auf Englisch nur. Oder beziehungsweise die beiden Demos waren auch auf Englisch, die es gab. Die hatten wir gespielt vor Release und beziehungsweise bevor wir das Spiel hatten. Und da sagt er, it's a box. Aber weil die Qualität so niedrig war, haben wir verstanden, Mr. Box. Und ich finde Mr. Box bis heute großartig. So, jetzt will ich kurz schwärmen, wie cool dieser Raum aussieht. Guckt euch diese Wände an. So fucking cool. So, runter. Wurde mich entdeckt. Böse Schlingel. Mr. Box auf YouTube wäre mein. Das wäre ein besserer Nickname gewesen als alte Fear Games, eindeutig. Wir müssen jetzt, für die, die es nicht mitbekommen haben, weil ich habe es jetzt auch nicht nochmal bewusst erwähnt, wir müssen jetzt zurückrennen zu der Waffenkammer, wo der erste Boss stattfand, gegen Revolver Ocelot, und uns da das Scharfschützengewehr holen und wieder zurückrennen. Komplettes Backtracking, ohne dass es eine wirkliche sinnvolle Abkürzung gibt. Das Einzige, was du überspringen kannst, ist dieser Raum. Vielleicht zeige ich das gleich einfach mal, um es gezeigt zu haben? Au. Hier sind wieder Minen, ne? Ja, das wird ein spaßiger Part. Gut, dass ich ein Item nicht bekommen habe. Ja, da sind Minen. Hoffen wir einfach mal, dass ich nicht reinrenne. Wo hier eine liegt. Mal kurz stehen. Hey, guck mal, wie gut ich den ausgewichen bin. Hier liegen so ein paar Minen. Eine Frage, die ich mich dann irgendwie selbst gestellt habe. Vielleicht weiß ja jemand Antwort drauf, aber ich glaube, wird keine der Lösungen sein. Aber wir haben bei Psycho Mantis selbst die Gasmaske trägt, die ja optional ist, die musst du ja nicht haben. Hilft das eventuell auch gegen seine Gedankenkontrolle? Weil er trägt ja auch eine, also. Puh. Okay, das muss nicht wiederholt werden. Bin ich sehr glücklich drüber. Nie ausprobiert, glaube nicht. Ich denke nicht, dass das helfen würde, weil die andere Lösung, die sie da haben, ist schon so kompliziert. Aber ich mochte den Gedanken gerade. Was sagt das Wiki? Bestimmt nichts dazu. Cooler Reveal übrigens. Hey, hier sind übrigens Gegner. Das ist, dass er direkt an dir vorbeiläuft. Lustig, dass er es nicht mitbekommt, aber ja. Die Wachen im Spiel sind übrigens nicht so helle. Wenn ich jetzt dadurch sterbe, dann hat sich's gelohnt. Warum mache ich das überhaupt?
Kannst einfach den Raum verlassen oder wieder rein. Auch ein großer Kritikpunkt an Metal Gear Solid 2, die haben die KI und alles, was du mit den Gegnern und Wachen machen kannst, ausgearbeitet und die Alarm fahren so viel schneller. Du kannst sie einfach überspringen, wenn du aus dem Raum rausgehst. Das ist so blöd. Vielleicht war es nicht besser möglich oder so, aber der ganze Fortschritt ist dadurch einfach irrelevant. Farmers brauchen wir nicht. Nikita. Hä? Was war das für ein Geräusch? Oh. Ups. Tschüss. Hä? Ich kann Munition gut gebrauchen. Ich hab Munition. Steht mir da auch gerade echt so ein bisschen im Weg. Oder sehr im Weg. Oh wow, ich hab gedacht, ich hab zur Ration gewechselt. Anyway, den Raum machen wir einfach nochmal. Das war ein richtiger Schrei. Essen wir sie mal und nehmen kurz die Munition noch mit, weil die fand ich wichtig. Granaten, ich weiß gar nicht, ob man jemals wieder Granaten im Spiel braucht. Ich meine, vieles kannst du auch einfach nutzen, um es zu nutzen, klar. Nicht alles ist nur, um irgendeinen Boss hinzukriegen, da, aber alles, was laut ist, ist laut und sorgt für Alarm und du willst keinen Alarm haben. Halbes Spiel einfach über den Radar stattfindet, ist auch so ein Kritikpunkt, der nicht unbedingt falsch ist. C4, nehmen wir ein bisschen was mit. Ja, bei Vulcan Raven kannst du aber alles anwenden und dann nutze ich Granaten tatsächlich nie. Dann nutze ich eigentlich immer Nikita und C4. Und Claymores. PSG-1. Hier rein. Riechen. Wirklich sogar, die haben nicht geschafft, wer ich gegen die Meryl retten. Wahrscheinlich. Oh. Die sahen anders aus, als ich dachte, diese Teile. Moment, erstmal. Sie haben ein PSG-1. Benutzen Sie das gegen Sniper Wolf. Schnell. Hätten Sie Meryl! Was hatte ich gesagt? No! Ich kenne ein Versteck. Ich dachte, die Laser sind anders geformt. Ich dachte, da musst du nicht an den Seiten noch rumkriechen, aber das geht. Wir könnten hier noch ein paar Räume mehr aufmachen mit dem C4, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt schon Zeit in diesem Raum verbracht und will nie wieder hier rein. Ich kann nochmal so Munition mitnehmen. Falls sie schon respawned ist. Keine Ahnung, wie hier das Respawn-Verhalten ist. Okay.
Coolitz. Jetzt gehe ich einen ziemlichen Umweg, einfach nur um eine Sache zu zeigen, die cool ist, die ich in meinen ersten 200 Playthroughs nicht wusste, die ich erst etwas später herausgefunden habe. Aber die komplett überflüssig ist, weil das Spiel einfach völlig falsch dafür ausgelegt ist. Von der ganzen Spielwelt her, die aufgebaut ist. Und wenn die Spielwelt anders aufgebaut wäre, nämlich ungefähr so wie in Teil 2 so ein bisschen, dann würde es wahrscheinlich viel, viel sinnvoller sein. Aber kann ich mir eventuell die Thermalgoggles jetzt doch noch holen? Wo ich sie nie wieder brauche. Gesichertstufe. Hier. Yes! Leute, falls ihr nicht sterben wollt durch eine Menge Rot, dann guckt mal kurz nicht hin. Aber wir haben's. Yes! Wir werden es nie wieder nutzen müssen, soweit ich weiß. Ja, ich mag auch, wie sie echt am Anfang auch sagen, die Genomsoldaten können besser sehen und alles. Ja, eindeutig. Aber hallo. Besser als ich, weil ich habe nur die Top-Down-Perspektive. Also, war das falsche Item. Mal zurückkriechen. Lass mich mal ganz kurz Tab dabei gedrückt halten, damit es schnell passiert. das ist alles Original-Hardware übrigens. Ich schummel hier gar nicht. Ah, yes, schade, dass du weg musst, aber wir hören ja eh gleich auf. Ja, das ist die PlayStation, wie sie lebt. Ich habe kurz den CPU übertaktet. Und dann passierte einfach das. Ganz komisch. Ah, du meinst so einen Topo-Controller? Ja, die Topo-Taste funktionierte so. Lustigerweise, es gibt. Mir ist nie aufgefallen, dass sie da einfach eine Textur hinpacken von dem Zaun dann. Geländer. Es gibt für den Super Nintendo einen Controller, der designt wurde für den Super Game Boy, falls sich noch jemand an den erinnert, wo man Game Boy-Spiele auf den Super Nintendo spielen konnte. Und dieser Controller hatte eine Turbo-Funktion, beziehungsweise eine Slow-Mo-Funktion eher, die Konsole untertaktet hat. Sodass alles langsamer läuft. Aber das ist so eine absurde Technik, weil du dich echt fragst, wie hat's das eigentlich in den Laden geschafft? Wie ist da Nintendo nicht sauer geworden? Weil das könnte ja echt die Konsole kaputt machen oder was auch immer. So, hier kann man rein. Hä? Hocken. Was war das für ein Geräusch? Man sich fragen, was das für ein Geräusch war. Aber wenn man sich hier als Box verkleidet, als Box B, das ist nicht die Box B. Kann man hier so hocken? Das alles zum Laden? Zum Sprengkopflager, hm? Nee, du musst nicht klopfen, ich weiß. Aber ich habe nur geklopft. Psst.
Das Ding ist, der Weg hierhin, um diese Schnellreise in Anführungszeichen zu machen, ist länger. Oh. Erst eine Ration essen und jetzt die Gasmaske. Erst die Ration und dann die Gasmaske. Sei weg hier. Los. Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Oh, ich hab nie die Gasmaske angelegt. I'll die. Farewell. Ich hab die Gasmaske nicht angelegt. Snake! Also ja, sie haben diese coole Schnellreisefunktion als Easter Egg eingebaut und es gibt keinen Grund, sie jemals zu nutzen. Weil du immer eigentlich eine größere Route dafür laufen musst, wenn das klappt. So. Warum habe ich... Wechsel zu sofort. Rache. Hübsch Snee. Ja, Strakoron, das ist wirklich ein Riesenproblem. Vor allem dieses, du schlägst jemanden oder du tötest gerade jemanden und dann entdeckt er dich einfach, währenddessen du ihn irgendwie im Schutzkasten hältst. Und dadurch wird der Alarm ausgelöst. Das ist ein Problem. Ein ganz früher Trailer für dieses Spiel, bei dem auch nur ein paar Testräume bisher standen. Bei der sie einfach nur Situationen gezeigt haben, die cool wären, aber nie im Spiel vorkommen oder sowas. Da siehst du, dass der Alarm erst ausgelöst wird, wenn sie dich eine Sekunde lang sehen. Und ich wünsche, das wäre immer noch der Fall. Saladingus, das mit dem Unterwäsche- und Lüftungsschacht, ja, wusste ich. Ich habe aber auch gesagt, ich weiß bis heute nicht, wie das genau geht. Die Leute schreiben das irgendwo hin, aber ich habe es nie genau herausgefunden. Also du musst den kompletten Schacht verlassen. Ja, das ist so dämlich. Garantiert mache ich das nicht. Das ist viel zu viel Zeit. Du musst da ewig kriechen, das ist eine Minute oder so, die du wirklich hin und her kriechen musst. Die Welten sind schon putzig. Wir haben jetzt alles bereit. Ich habe genug Ration für den Kampf. Auf. Oh, mehr als ich brauche. Ich habe mal ein Item, bei dem ich dachte, ich krieg's nicht mehr. Wir haben das PSG 1 Scharfschützengewehr. Wird auch nicht so viel Munition, wie man haben kann, aber das ist okay. Wir haben Medizin bekommen. Beruhigungsmittel verhindert kurzzeitig ungewolltes Zittern, damit wir am Rumjiddern sind.
Wir sind bereit für den Kampf. Ich denke, das ist der beste Zeitpunkt, bei Ling anzurufen und zu speichern. Snake, ihr Solitenradar. Ich weiß, er funktioniert in kleinen Räumen wie hier nicht, stimmt's? Stimmt, tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Auch Meisterwerke haben ihre Fehler. In China sagt man, Voreiligkeit bringt wenigen Erfolg und vielen Misserfolg. Rücken Sie vor, wenn es sicher ist, und ziehen Sie sich bei Gefahr zurück. Entscheiden Sie das je nach den Umständen. Ich denke, hier beenden wir den Stream. Für heute. Dass ich das Spiel nicht an einem Stück durchspiele, war mir klar. Und ich denke, dann haben wir beim nächsten Mal einen großen Kampf vor uns. Und dann nochmal Backtracking. Und dann haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Wir haben den Turm, wir haben eine Menge Bosse, wir haben die gesamte zweite CD mit fast einer Stunde Gameplay und 7 Stunden Otacon ruft dich hier bei jeder Leiter an, dass er beim Hacken fast fertig ist. Wir erleben noch einige Abenteuer, würde ich sagen. Irgendwo musste diesen Schlussstrich. Gucken wir uns dieses coole Bild noch an. Und wann geht's weiter? Wenn ich morgen sprechen kann, dann vielleicht morgen. Ich versuche es diese Woche durchzuziehen. Trink Milch. Nein, Milch ist schlecht für den. Vielen Dank fürs Reinschauen und Reingehauen und vielen Dank für die wir sehen uns. Danke. Bei mir wird übrigens, seitdem der Stream angefangen hat, 225 Zuschauer angezeigt. Es ging nie hoch und es ging nie runter. Und ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder dass alles sehr treue Leute sind, aber kein neuer kommt dazu. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es herausfinden. Bis dann und vielen Dank für die gute Besserungswünsche. Wir sehen uns bald.